Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem CEO-Panel zum Thema Resilienz und Innovation in Unternehmen in Krisensituationen. Welches Thema könnte im Augenblick heller sein als tatsächlich die Frage, wie Unternehmen mit der aktuellen Lage der Pandemie, der Corona-Pandemie umgehen, wie sie im Augenblick durch diese Zeit steuern, was in dieser Zeit für Herausforderungen entstehen und wie wir tatsächlich vielleicht auch aus dieser Zeit Dinge mitnehmen, umgestalten in unseren Unternehmen, daraus eben vielleicht auch tatsächlich Innovationen ableiten für die Zukunft und uns entsprechend aufstellen in der Zukunft. Wir haben eigentlich heute am 23. Juni den Tag, an dem wir gerne in Berlin wären, zum Industry Forward Summit. Dort mit vielen Vordenkern der Industrie gemeinsam hätten, welchen Weg die Industrie in die Zukunft geht. Das können wir leider heute nicht machen aus den bekannten Gründen und deswegen eben überlegt, was liegt näher als zu diskutieren und dann tatsächlich mal online zu machen. Jetzt höre ich gerade im Hintergrund schon Geräusche. Bin gerade noch mal mit dem Blick in die Regie vielleicht, ob wir das irgendwie noch in den Griff kriegen. Ja, jetzt ist es aber auch schon besser geworden. So, wir haben ein sehr spannendes Panel zusammengestellt, das ich kurz vorstellen darf an der Stelle. Und fangen mal an mit der Melanie Lauer, der CEO von Kettler TreeSport, ein Unternehmen, was Melanie heute kein Familienunternehmen mehr ist, aber aus der Historie ein Familienunternehmen war. Sehr spannend sicherlich von dir nachher mal zu hören, wie Kettler durch eine Krisenzeit gegangen ist und was da eben für Erfahrungen gemacht wurden und wie ihr heute und jetzt natürlich auch mit der Corona-Pandemie umgeht. Wir haben den Philipp Dehn dabei, den Inhaber und CEO von der Dehn Group. Wir haben den Michael Durach dabei, den Inhaber und CEO von Debeli, Senf und Feinkost. Hallo an euch beide. Dann haben wir den Gunter Kegel dabei, den CEO von Peperl und Fuchs und auch den aktuellen ZVI-Präsidenten, Frank Stürenberg, den CEO von Phoenix Contact und schließlich den Peter Gerstmann, den CEO von der Zeppelin Group. Also auch nochmal ein herzliches Hallo und Willkommen und vielen Dank, dass ihr heute in unserer Runde hier mitdiskutiert und über eure Erfahrungen sprecht. Und schließlich und endlich die Eda Wolf, die meine Co-Moderatorin heute ist. Wir zusammen werden durch die nächsten 1,5 Stunden führen. Eda ist Senior Project Manager bei Horvath & Partners, Unternehmensberatung, die sich eben auch sehr speziell auf den Mittelstand fokussiert und aktuell auch dabei, in dem Thema, was wir heute behandeln, zu promovieren. Das heißt, wir haben auch ein Stück weit eben diesen wissenschaftlichen Ansatz, der uns hier begleitet und freuen uns darauf, dass wir das gemeinsam heute hier machen dürfen. Hallo Eda, auch an dich natürlich und ich freue mich drauf. Genau, wir steigen ein. Organisationale Resilienz, die Fähigkeit von Unternehmen, Krisen zu meistern. Ja, ist sicherlich ein Thema, was in der jetzigen Zeit besonders gefordert ist. In einer Krise zeigt sich, ob Unternehmen tatsächlich resilient sind. Und vielleicht auch nach der Krise, wenn eine Krise vorbei ist, zeigt sich, wer hat eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen und wer war gut vorbereitet und hat tatsächlich auch aus der Krise womöglich Dinge mitnehmen können. Krisen können Impulsgeber sein für Innovationen. Wir wissen, Not macht erfinderisch. Die Frage ist, stimmt es wirklich? Passiert sowas in einer Krise? Und das sind natürlich genau die Fragen, mit denen sich heute auch tatsächlich in den Unternehmen, glaube ich, wirklich jeder beschäftigt. Familienunternehmen in Deutschland, das Rückgrat der Wirtschaft. Sie haben zum Teil sehr lange wirklich schon Tradition. Sie haben viele Krisen gemeistert, nicht erst die Corona-Pandemie. Und gerade auch in diesen Zeiten immer wieder neue Potenziale gehoben. Die Frage ist tatsächlich, was macht Familienunternehmen besonders? Was machen sie vielleicht anders? Was machen sie besser? Vielleicht machen sie auch manche Dinge nicht besser. Darüber wollen wir heute sprechen, über dieses Wie, über dieses Was. Wir wollen diese Themen heute ein Stück weit sozusagen mal an die Oberfläche bringen. Und deswegen vielleicht auch die erste Frage jetzt ganz konkret. Vielleicht an den Frank Stürenberg. Jetzt mal im kleinen Review, 15 Monate Corona-Pandemie liegen jetzt sozusagen gemeinsam hinter uns. Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Was ist für euch, für Phoenix Contact eigentlich die aktuelle Situation?
Zunächst mal die Erkenntnis, also so eine richtig tiefe, krisenhafte Entwicklung, wie wir sie, glaube ich, vor einem Jahr alle irgendwie angenommen haben, hat es dann in der Tat gar nicht gegeben. Am Ende, wenn man rein auf die Zahlen schaut, war es eine Delle, mit der wir alle, zumindest die mir bekannten Unternehmen in dem industriellen Umfeld, dann doch einigermaßen gut umgehen konnten. Interessant finde ich, dass wir letztes Jahr um diese Zeit alle uns mit dem Thema oder viele von uns sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie wir Kurzarbeit einführen, wie wir Werke vor dem Hintergrund mangelnder Auslastung oder vielleicht quarantänebedingter Probleme runterfahren können. Das ist dann ja auch zu einem Teil umgesetzt worden, war auch sicherlich sehr richtig. Interessanterweise beschäftigen wir uns aktuell wieder damit, diesmal aber nicht vor dem Hintergrund von irgendwelchen Pandemien, sondern vor dem Hintergrund von irgendwelchen nicht verfügbaren Materialien und Vorprodukten. Also wir haben schon einige Pläne wieder aus der Schublade geholt. Da stand im letzten Jahr irgendwie pandemiebedingte Kapazitätsrückführungen oder sowas drauf und jetzt steht da drauf lieferkettenbedingte Probleme. Ich glaube, es hat ein Stück weit, also jetzt aktuell sehen wir uns eher an der Rampe oder wir sind schon mittendrin von einem wirklichen starken Wachstumsschub, ja, der, glaube ich, auch nicht nur eine Aufholbewegung ist, sondern der wirklich, ich verwende da gerne den Begriff, also ich glaube schon, dass wir zumindest in der Industrie, in der Phoenix Contact unterwegs ist, wirklich vor so einem Wachstums-Superzyklus stehen, der sicherlich einige Jahre anhalten wird. Und insofern ist diese Krisenthematik heute gar kein Thema im Denken und Handeln mehr in unserem Unternehmen. Vielleicht rückblickend auch auf vorangegangene exogene Krisen, also nicht das, was im Unternehmen irgendwie schiefgelaufen ist, sondern was so von außen kam, Lehman-Krise oder 2001, dieser neue Marktbubble, der kaputt gegangen ist. Am Ende des Tages war da doch wieder ein bisschen der Reflex, so wie er auch in der Vergangenheit war. Am Anfang ist man schnell geneigt, überzuagieren. Also das war bei uns auch, da macht man sich einfach nicht frei, da kann man noch so versuchen, so ruhig zu bleiben und gerade auch in Familienunternehmen, auch unsere Gesellschaft, da haben also viele Signale ausgesendet, dass wir das alles schon gut hinbekommen werden. Trotzdem macht man sich nicht frei davon, dass man morgens die Zeitung liest und abends die Nachrichten guckt und dann beginnt doch massiver gegen zu steuern, gegen etwas Formrechtliches, was man noch gar nicht richtig verstanden hat, als es jetzt im Rückblick wieder notwendig war. Das war vor 10 Jahren in der Lehman-Geschichte nicht anders und vor 20 Jahren bei dieser neuen Marktgeschichte. Also zumindest bei uns im Unternehmen und es waren sogar dieselben handelnden Personen in vielen Fällen. Und trotzdem war es letztes Jahr, weiß ich noch genau, April, Mai, da waren wir unter diesem Eindruck und haben wieder begonnen, Maßnahmen zu diskutieren, die aus heutiger Sicht eigentlich nie no wirklich notwendig waren. Wollen wir gleich nochmal drauf gehen? Vielleicht, Eda, du beschäftigst dich ja gerade damit tatsächlich im Rahmen auch deiner Dissertation und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, was Frank Stürnberg da gerade sagt. Das ist Thema Überreaktion, vielleicht auch trotzdem man es besser weiß, ein Stück weit eben der Einfluss, dem man sich natürlich nicht entziehen kann, Medien, Öffentlichkeit, Kommunikation. Als du dich jetzt deinem Thema genähert hast, wie hast du das denn erlebt? Was ist für dich denn tatsächlich jetzt das, was du feststellst, wenn du dich dem Thema wissenschaftlich näherst? Und wie siehst du das Thema Resilienz? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich mich auch mit dieser Frage beschäftige, ob es eigentlich so eine Art Bouncing Back oder Bouncing Forward nach der Krisensituation ist. Also wenn man sich diesen Begriff der Resilienz anschaut, es ist halt so, dass dieser Begriff in unterschiedlichen Bereichen genutzt wird, ob es in der Psychologie ist, in der Mathematik, Ingenieurswissenschaften und in vielen weiteren Bereichen. Interessant ist halt zu sehen, dass der Ursprung dieses Begriffs ja eher aus der Physik kommt, wo es halt eher darum geht, dass es einen Körper gibt, der eine bestimmte Eigenschaft hat und nach der Verformung wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt.
Und diese Definition der unternehmerischen Resilienz, also die Thematik, die wir uns ja auch heute in dieser Runde anschauen wollen, ist noch nicht so klar definiert. Also man ist sich nicht so ganz im Klaren, geht es eigentlich wieder darum, zurück in die eigentliche Situation, in den eigentlichen Zustand zu kommen, oder geht es nicht eher darum, so wie wir es ja auch oft im Verständnis haben, eine Krise ist ja auch dafür da, um daraus zu wachsen, und deswegen sollte es eher als so eine Art Bouncing Forward betrachtet werden. Und das ist natürlich ein interessanter Aspekt, den wir uns heute im Laufe des Panels ja auch nochmal anschauen wollen. Also was passiert eigentlich nach einer Krisensituation? Bouncing back, hat man sich gegebenenfalls verschlechtert und gewisse Ressourcen verloren, wie zum Beispiel die Flexibilität eines Unternehmens? Oder ist es tatsächlich ein Bouncing forward, sind wir zu einer lernenden Organisation geworden und haben es entsprechend geschafft, diesen Schritt nach vorne zu machen? Und wie gesagt, im Laufe des Panels werden wir uns ja das auch nochmal detaillierter anschauen mit Ihnen, liebe Diskutanten und Diskutantinnen, und liebe Zuschauer und Zuhörer auch mit Ihnen. Wir werden ja zwischendrin auch nochmal gewisse Zuschauerfragen stellen, wo wir Ihre Meinung auch nochmal dazu einbeziehen werden. Und ich denke, was neben diesem Thema Resilienz auch nochmal wichtig ist, und das ist ja auch das Thema der Innovationsfähigkeit, was du genannt hattest, Kilian, ist zu berücksichtigen, dass wir im Laufe des Panels dieses Thema der Innovation auch nochmal aus zwei verschiedenen Sichtweisen betrachten. Das ist einmal die Thematik, ist es Mittel zum Zweck? Das heißt, es wird als eine Art Vorbereitung für Resilienz gesehen, wenn ein Unternehmen eben innovativ ist. Und der zweite Aspekt ist, Innovation kann halt auch als eine Art Auswirkung oder Ergebnis von einer Krise gesehen werden. Und wenn wir uns das Thema Innovation anschauen, dann kann man das natürlich auch aus verschiedenen Blickwinkeln machen. Also einmal dieses Thema, reden wir von einer Prozessinnovation, Strukturinnovation, Geschäftsmodell, Imageinnovation oder auch dieser Aspekt vom Veränderungsumfang. Also ist es eine radikale Innovation oder ist es eine inkrementelle Innovation? Zum Beispiel dieses Thema Effizienzoptimierung von der Prozesslandschaft ist ja auch etwas, was wir als eine Art inkrementelle Innovation einordnen würden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Themen Neuheitsgrad. Ist es eine Imitation, Scheininnovation? Was ist der Auslöser? Was notgedrungen? Hat man da an der einen oder anderen Stelle eher ein Potenzial erkannt? Und vor allem auch der zeitliche Aspekt, also so eine Art Lebensdauer der Innovation, kurz-, mittel- oder langfristig. Und mit langfristig blicken wir dann natürlich auch auf das Thema Wandel, Transformation. Okay. Da haben wir jetzt einen guten Rahmen gespannt. Ich gehe einmal zurück, weil der habe, glaube ich, direkt auf Frank Grünbergs erste Antwort schon reagiert und würde den Bogen nochmal zurückschließen. Denn Gunter Kegel als ZVI-Präsident, glaube ich, auch gleichzeitig in der Rolle, ja quasi über die gesamte Elektroindustrie zu schauen, sicherlich spannend, nochmal zu sehen, wie habt ihr das denn erlebt? Ja, gerne. Ich würde das gerne ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, was Frank Schwürenberg gesagt hat. Die Elektrotechnik hat in Summe etwa 10% ihrer Umsätze im Jahr 2020 gegenüber 2019 eingebüßt im Bereich der Industrie. Die gesamte Elektrotechnik aber nur 6%, woraus man schon erkennt, dass es Teile in der Elektrotechnik gegeben hat, denen es in der Krise nicht schlecht gegangen ist. Alles, was so in das Thema Cocooning reingeht, also das sich zurückziehen in die eigenen vier Wände, das Ausschmücken dieser vier Wände mit allen möglichen Dingen, das ist gut gelaufen. Sie glauben gar nicht, wie die Power-Tools sich gefreut haben. Trotz geschlossener Baumärkte haben die Leute sich eingedeckt mit den neuesten Werkzeugen, Bohrmaschinen, Oberflächenfräsen, weiß der Teufel was. Gehöre auch dazu, bekenne mich schuldig, da war man natürlich so, das ein oder andere kleinere Improvement-Projekt dann schon gestartet hat. Ich bin Aufsichtsrat in einem Unternehmen, was sich mit Fensterbeschlägen und Dachfenstern beschäftigt. Die haben Hochkonjunktur gehabt. Die wissen gar nicht, woher sie das Material kriegen sollen, weil sich das jetzt so fortsetzt. Die hatten sich im April auf Krise eingestellt, hatten nochmal ein deutlich kostenreduzierendes Programm aufgesetzt und sind dann mit Wachstum durch das Jahr gekommen. Da können Sie sich in etwa vorstellen, was dann auf der Ergebnisseite passiert. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir Mittelständsunternehmen auf solche Krisen manchmal etwas überstark reagieren. Wir schalten um auf Szenarien und sagen, okay, wir können im Moment in einem solchen
Gesamtszenario nicht wirklich sagen, was wird der Markt tun. Unsere Vertriebsleute sind völlig ratlos. Die finden auch niemanden mehr, den sie fragen können, der noch eine wirklich profunde Antwort gibt. Also sag mal, vergiss den ganzen Forecast-Kram, geh ins Szenario, nimm mal selbst ein Best Guess an. Und dieser Best Guess, der legt dann eben auch die Kosteneinsparungsmaßnahmen fest. Und wenn man im Best Guess sagt, naja, das wird eine schwierige Situation, gehen wir mal von -10% aus, dann müssen sie auch die Kosteneinsparungsmaßnahmen für -10% machen. Und erst wenn sie merken, sie verlassen die Trajektorien des Szenarios, es wird deutlich besser, dann fangen sie wieder an, das loszulassen. Und mach mal nur ein ganz einfaches Beispiel. Wenn unser Unternehmen 7,5% Umsatz einbüßt, das war ziemlich genau das, was wir in der Krise verloren haben, dann heißt das für uns, wenn wir nichts an der Kostenseite machen, dass wir roundabout 2/3 unseres Jahresergebnisses aufzehren dadurch. Das finden Shareholder nicht lustig. Und deswegen ist man gezwungen, relativ intensive Kosteneinsparmaßnahmen festzulegen, bevor eigentlich wirklich die absolute Katastrophe schon sichtbar ist, sondern wenn sie nur am Horizont erscheint. Und für uns sind -7, -8, -9%, das hört sich ja nach Pillepalle an. Naja, das kannst du doch verkraften. Wir sind alle, gerade in der Elektrotechnik, so stark fixkostenlastig aufgestellt, dass wenn uns oben die 10% Umsatz fehlen, frisst das unten das Ergebnis auf. Und das wollen wir nicht, weil das Ergebnis brauchen wir, um die Zukunft zu sichern im Unternehmen. Es geht ja nicht darum, dass wir Aktionäre mit Dividenden bedienen und da hat ja jeder in so einer Krisenzeit Verständnis dafür, dass man das nicht macht. Aber wir wollen natürlich auch nicht Substanz aus dem Unternehmen herausfressen. Wir wollen unsere Liquidität schützen, weil die brauchen wir für den Wiederanlauf. Und deswegen läuft man immer Gefahr, vielleicht ein wenig heftiger am Anfang zu reagieren. Die Regelungstechniker kennen das Phänomen. Todzeiten in regelungstechnischen Prozessen wirken destabilisierend. Wenn Sie also eine Aktion machen und es dauert eine Weile, bis Sie daraus das Ergebnis sehen, neigt man dazu, diese Reaktion nochmal zu verstärken, weil man dann glaubt, das Ergebnis kommt etwas früher. Tut es in der Regel nicht. Es kommt später, aber dafür umso heftiger. Und dann muss man ruckzuck schon wieder gegensteuern. Ich denke, das Phänomen ist ja vor allem erst einmal eine dramatische Gesundheitskrise gewesen und erst in der Folge dann mittelbar auch eine Industriekrise. Es ist also keine Industriekrise per se gewesen und deswegen war klar, wenn das Wunder passiert und das möchte ich mal betonen, wir sagen immer, ja, macht denn Not wirklich erfinderisch. Die Welt hat es geschafft, in einer Rekordzeit entsprechende Impfschutzmaßnahmen zu erfinden, dass wir nie für möglich gehalten hätten, dass wir in einer so kurzen Zeit in mehreren Stellen auf der Welt auf unterschiedlichen methodischen Grundlagen neue Impfstoffe entwickeln, die so eine hohe Wirksamkeit haben und in einer solchen Geschwindigkeit verfügbar sind. Da kann man wirklich nur sagen, Chapeau, und zwar an die ganze Menschheit, dass sie das so schnell geschafft hat. Und das hat dann dazu geführt, dass die Krise vielleicht doch gar nicht so das Ausmaß genommen hat. Aber ich sage mal ganz klar, hätte uns eine vierte Welle erwischt, vielleicht noch mit der Mutation und, dann wären die Spuren auch in der Wirtschaft noch sehr viel heftiger gewesen. Aber da es eben keine Wirtschaftskrise, sondern in erster Linie eine Gesundheitskrise war und dort eben das Wunder passiert ist, dass wir plötzlich über all diese wunderbaren auch noch weitgehend nebenwirkungsfreien Impfstoffe verfügen, bessert sich das alles jetzt schlaghaft. Wir sehen eine Nord-Süd-Gefälle. Der Norden ist in großen Teilen schon ganz gut durchgeimpft, der Süden noch gar nicht. Wenn Sie an Länder wie Afrika oder Ähnliches denken, da warten die Katastrophen immer noch. Da kommt auch noch einiges, aber die spielen im internationalen gesamtwirtschaftlichen Komplex eben keine so übergeordnete Rolle. Da ist kriegsentscheidend, was macht China? Die haben die Pandemie weitgehend im Griff. Und das sehen wir sehr deutlich. Die Elektrotechnik verzeichnet massive Wachstumsraten aus China, weil die Chinesen zusätzlich zu der Tatsache, dass sie die Pandemie im Griff haben, ein gigantisches Investitionsprojekt aufgesetzt haben, um sich vom Rest der Welt unabhängiger zu machen. Die sind es einfach leid, von uns permanent wegen Menschenrechtsverletzungen mit dem Ring durch die Manege geführt zu werden und werden sich wehren. Die haben ganz klar definiert, our country, our rules. Wenn ihr hier mitmachen wollt, dann habt ihr unsere Regeln zu akzeptieren und vergesst mal die Regeln, die ihr euch selber gemacht habt. Wir haben weltweit gar kein Konzept, wie wir mit solchen Despoten umgehen. Wir stehen als Rechtsstaaten immer nur völlig fassungslos davor und sagen, ja, wie können die nur? Aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und das führt eben dazu, dass solche riesigen Schwankungsbewegungen plötzlich entstehen, wie wir sie im Moment sehen. Stürnberg hat das ausgeführt. Wir sind ja wirklich zutiefst betrübt in himmelhoch jauchzend gefahren, mittlerweile mit weit über zweistelligen Wachstumsraten gegenüber dem Vorkrisenniveau. Also wir reden gar nicht mehr von 2020, sondern längst hinter uns. Meine Hoffnung war, dass wir es in 2021 erreichen, alles wieder aufzuholen, was wir in 2020 verloren haben.
Da waren wir im Mai mit fertig, so in etwa. Jetzt geht es um Wachstum gegenüber dem Vorkrisenniveau. Und das wird auch zweistellig ausfallen bei vielen Unternehmen. Und es ist klar, dass unsere Supply Chain das nicht hergibt. Vor allem im Bereich der Halbleitertechnik, wo die Ressourcen weitgehend in das Thema Informations- und Kommunikationstechnologien umgelenkt wurden, haben wir jetzt, wo Industrie und Fahrzeugindustrie wieder mehr nachfragen, plötzlich eine dramatische Verknappung. Und der Stürmberg hat es gesagt, wir kriegen es einfach nicht hin, in den Fabriken die Mengen auszubringen, die vom Auftragseingang reinkommen. In der Geschichte unseres Unternehmens haben wir das noch nie erlebt, dass wir in so kurzer Zeit solch gigantische Auftragsbestände angehäuft haben und zum Teil Lieferversprechen geben, die weit im Jahr 2022 liegen, weil wir das vorher das Material nicht bekommen. Und das geht jetzt weiter. Es sind jetzt die Granulate dran. Das heißt, wir kriegen nicht mehr genügend Kunststoffgranulate, um unsere Teile zu spritzen. Man fasst es nicht, aber Holz fehlt für Paletten, die wir für Überseefrachtverpackungen brauchen, die kriegen wir nicht mehr ran. Also das hat dann schon wirklich fast komische Züge, wenn man sieht, wie man von einer Krise, die ja für uns in der Industrie erstmal eine Absatzkrise war. Wir haben wirklich geht mir echt auf den Wecker, dieses Geschwätz von vulnerablen Lieferketten und ja, wer in Asien produziert, der hat jetzt keine Chance mehr, seine Sachen zu bekommen. Unsere Lieferketten waren das ganze Krisenjahr 2020. Top. Wir haben ein einziges Problem als Unternehmen gehabt. In der Breite der Industrie haben wir fast keine Probleme über noch so komplexe Lieferketten gehabt. Unser Problem war, dass keiner mehr die Produkte haben wollten. Die Absatzkrise war das, was die Unternehmen geschmerzt hat. Und jetzt dreht sich das rum. Ja, jetzt haben wir einen Absatzplus und die Lieferketten, die stabil sind, können natürlich aus der Stabilität nicht beliebig schnell 35% plus abbilden. Das ist einfach so, das sehen wir sehr deutlich. Und deswegen glaube ich, dass wir uns eigentlich in der Krise noch relativ vernünftig verhalten haben, aber es ist auch Verantwortung einer Unternehmenslenkung, Risikovorsorge zu machen. Und wenn ich ins Ungewisse gucke, dann ziehst du besser die Leinen etwas kürzer, als dass du in das Risiko läufst, vielleicht die Krise zu unterschätzen und zum Schluss richtig Geld zu verbrennen. Ja. Vielleicht nochmal der Blick auf das Thema Krisenanfälligkeit. Und zwar vielleicht an Philipp Dehn, an dich die Frage, an welcher Stelle war dein Unternehmen denn krisenanfällig? Und damit blicken wir jetzt nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern auch Krisen, die dein Unternehmen vielleicht schon vorher mal erlebt hat. Also ich kann mich da mal den Vorrednern anschließen. Wir in der Elektroindustrie investieren sehr viel in Innovation. Das heißt, wir sind verdammt zum Wachstum. Also wir müssen alle wachsen, wir sind hier auch in Deutschland und deswegen die Anfälligkeit, ich glaube Familienunternehmen haben den Vorteil, dass sie eher etwas länger aushalten als der Italiener um die Ecke. Ich habe dann immer zu unseren Leuten gesagt, also wenn wir untergehen, dann, ohne dass es vermessen klingt, dann haben wir alle ein großes Problem. Aber ich glaube, es zeigt sich, wenn du langfristig vorher vor der Krise schon keine richtige Strategie hattest, und die richtigen Leute hattest und auf die richtigen, da ergänze ich das, was meine Kollegen vielleicht noch nicht gesagt haben, Trendthemen der Zukunft, Dekarbonisierung, Elektromobilität, das erfindet man ja nicht in einem Monat oder sowas. Also, und wenn du zu schmalspurig gefahren bist, also wenn jetzt die Sandanlage gegenüber, die macht halt nur Sand. Und wenn das Geschäft wegfliegt, dann ist es halt schlecht. Also wenn man vorher schon gesund diversifiziert, sowohl regional als auch in deinen Kundengruppen, als auch in den Applikationen, vorausschauend die richtigen Dinge tust, war es bei uns auf jeden Fall weniger anfällig. Als Ergänzung mittendrin war es wirklich so, 4 Wochen im Chaos und geht die Welt jetzt wirklich unter. Wir haben als Dehn aber dann relativ schnell gesagt, auch das werden wir überstehen. Also wir sind jetzt 111 Jahre jung dieses Jahr, war schon Schlimmeres. Wir nutzen die Zeit, wenn wir alle nicht so nah am Kunden dran sind, um uns eigentlich nach dem Motto Comeback Stronger, also es gibt auch ein Leben nach der Krise, wenn man den Baumarkt verlässt oder mal in Urlaub fährt und auch geschäftlich hat sich das bewahrheitet und haben eigentlich relativ schnell dann umgeschalten auf, wir nutzen die Zeit anders, weniger messen, dafür halt mehr konzeptionell, mehr Innovation und ich glaube, das hilft uns jetzt insgesamt in der Elektroindustrie. Ich gebe mal den Ball direkt weiter, weil wir hatten jetzt, glaube ich, schon 2 Wortmeldungen gerade. Einmal die Melanie und dann der Michael. Und genau. Damit kommen wir sozusagen ein bisschen aus der Elektroindustrie raus und haben mal 2 völlig andere Branchen. Vielleicht auch ganz spannend, da mal den Blick rüberzuwenden. Melanie, du warst die Erste insofern und danach vielleicht der Michael.
Also vielleicht nochmal zusammenfassend zu sagen, der Vergleich Familienunternehmen, Nicht-Familienunternehmen. Es gab eine ganz interessante Studie vom CSRI, das ist das Forschungsinstitut der Credit Suisse, die ja jeder kennt. Die haben 2020 eine Untersuchung gemacht, wie denn Unternehmen sich in der Krise entwickelt haben. Und es kam tatsächlich raus, dass Familienunternehmen, bei denen waren die Cashflow-Renditen auf dem investierten Kapital rund 200 Basispunkte über den Renditen der Nicht-Familienunternehmen. Und es ist auch interessant, wenn man sich dann noch die Zahl anschaut, wie sich das verhält mit Mitarbeiterbeurlaubungen oder Kurzarbeit, die angemeldet wurden. Also auch da sind Familienunternehmen tatsächlich deutlich besser im Schnitt, denn nur 46% der Familienunternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Im Gegensatz zu Nicht-Familienunternehmen, da waren es dann doch schon ganze 55%. Also abschließend kann man bestimmt sagen, da kann ich Philipp nur unterstreichen, was du sagst. Die Familienunternehmen scheinen da das bessere Durchhaltevermögen gehabt zu haben. Muss man natürlich nochmal tiefer in die Branchen reinschauen. Vielleicht jetzt nochmal zu dem Unternehmen, bei dem ich arbeite. Wir sind natürlich auch auf Halbleiter, auf Komponenten angewiesen. Wir sind auch auf Materialien wie Stahl und Kunststoff angewiesen. Kunststoff über 61% Preissteigerung versus letztes Jahr. Stahl sind wir über 40%. Gunther, ist, was du gesagt hast von der Lieferkette, bei uns war es so, bei uns war die Lieferkette anfällig. Wir haben große Geräte, die wir transportieren müssen. Und da haben sich die Preise verzehnfacht. Und wir sehen auch einen starken Trend jetzt noch. Wenn wir letzte Woche bei 15.000 US-Dollar pro Container waren aus China, sind wir wahrscheinlich nächste Woche schon bei den 20.000. Und die Hafenschließung im Süden Chinas macht es natürlich nicht besser und auch nicht das Wachstum des kommerziellen Marktes. Also die Containerschiffe kommen nicht mehr hinterher. Wir haben da einfach eine totale Mangelware. Und das ist das, was uns wehgetan hat während der Krise. Wobei ich sagen muss, es ist jammern auf hohem Niveau. Ich arbeite im Fitnessbereich. Das war ein Bereich, der über 100-200% gewachsen ist letztes Jahr, weil jeder den Sport und die Gesundheit entdeckt hat. Und wir hätten wahrscheinlich unseren Umsatz verfünffachen können, wenn wir gewollt hätten, haben aber gar nicht so viele Produktionslinien neu errichten können letztes Jahr, wie es eigentlich hätte sein können, wenn wir natürlich auf einem Vorjahresniveau plus geplant hatten mit einem Wachstum. Trotzdem kann ich abschließend sagen, Kettler ist dreimal an die Wand gerannt als Familienunternehmen, was natürlich auch mit privaten Schicksalsschlägen der Familie Kettler zu tun hatte, nämlich dem Todesfall dreier Personen. Das erste Jahr 2020 war der Brand Kettler Sport im Fitnessbereich wieder positiv und wir haben Ende 2019 im Dezember die Markenrechte übernommen, also die Lizenzrechte. Also da ist schon einiges passiert. Deswegen Krise, ja, Philipp, hängt immer davon ab, wie agil ist man, wie agil ist ein Unternehmen, wie flexibel ist man auch in der Struktur, wie schnell kann man Entscheidungen treffen und natürlich auch, wie viel Altlasten trägt man mit sich herum. Ich gebe jetzt mal dem Michi gleich das Wort. Es ist ja auch noch ein bisschen sozusagen die Antwort auf Philipp gerade. Aber Michi, wir haben auch schon die ersten Zuschauerfragen hier. Ich gebe dir gleich mal eine mit auf den Weg. Es wird mir hier gefragt, sind Familienunternehmen besser gerüstet für volatilere Zeiten, weil sie in längeren Zeitraum denken als zum Beispiel Aktiengesellschaften? Ich denke, das ist eine sehr konkrete Frage, die man auch gut beantworten kann. Ganz, ganz klar, als Familienunternehmen denken wir langfristig. Wir sind nicht die Getriebenen des Kapitalmarkts. Wir müssen uns nicht vor den Analysten irgendwelche Ausreden ausdenken, sondern wir machen das, was langfristig für das Unternehmen und für die Mitarbeiter das Richtige ist. Und da können wir genau dieses durchhalten. Da haben wir einfach andere und breitere Schultern. Und wenn ich heute meinen 89-jährigen Vater fragt, der sagt, was soll das? Wir haben Kriege überstanden, da wird uns das Corona nicht umhauen. Und sagt und hat eher geschmunzelt in den ersten Lockdowns, weil er gesagt hat, ich bin als Kind im Luftschutzbunker gesessen und habe nicht gewusst, was draußen in Zukunft ist. Ihr könnt im Lockdown auch noch Radl fahren. Also das ist eine Einstellungssache. Und insofern für uns als die Foodies, für uns war eher die Anfälligkeit der Zickzackkurs der Politik. Denn wir machen als Unternehmen 50% im Foodservice und die anderen 50% im Handel. Und das war die schwierige Geschichte bei uns in der Planung. Auf der einen Seite sind die Supermärkte förmlich explodiert. Auf der anderen Seite ist der Foodservice von heute auf morgen auf still gestanden.
Jetzt haben wir auch dort wieder diversifiziert, weil wir auf der einen Seite Quick-Service-Restaurants beliefern wie McDonald's und dergleichen, die auch noch offen waren. Aber die Gastronomie an sich war komplett geschlossen. Jetzt hast du Lagerbestände und dann dieses Öffnen über die verschiedenen Bundesländer und dieser Schlingerkurs, den wir hatten, das war eigentlich die Problematik. Aber da konnten wir auch keine Lösung haben, weil da konntest du noch so gut planen, wenn halt dann dort sich zwei wieder streiten, dann wird's halt schwierig. Insgesamt glaube ich, eine Krise bewältigt man vor der Krise. Denn wenn man als Unternehmen nämlich schon vor der Krise vernünftig finanziert ist, vernünftige Strategien hat, vernünftiges Management schon vorher hat, auch von den Peoplen, und nicht auf Kante fährt. Und das ist doch heute die Problematik in den meisten Fällen. Die meisten Bilanzen sind auf Kante genäht. Cashflow ist schwierig. Und wenn dann irgendwas abbricht, dann hängen die eh in der Luft. Und das hat sich bemerkbar gemacht in der Krise. Cash is King. Wer vernünftiges Finanzmanagement gehabt hat, und sich dann, und da fliege ich eben bei, natürlich haben wir als Unternehmen sofort gesagt, wo müssen wir die Handbremse anziehen. Für uns war eines immer ganz wichtig, es wird kein Mitarbeiter entlassen. Denn es war ganz klar, natürlich haben wir uns auch gedacht, es wird schneller wieder losgehen. Aber man merkt es ja im Moment, jeder, der einen Mitarbeiter heute hat, und der ist froh um jeden Einzelnen, denn die Einlernungszeit ist ja heute in der heutigen Zeit aufgrund unserer hohen Technologisierung auch in der Lebensmittelindustrie dauert doch viel zu lange. Also insofern hier Durchhaltevermögen, wenn man sich es leisten konnte, wenn man gut aufgestellt hat, hat man die Mitarbeiter alle behalten. Man musste vielleicht teilweise auf das Thema Kurzarbeit zurückgreifen. Auch da war ja auch nicht schlimm. Wir hatten Situationen, wir hatten Besuchsverbot in unseren Märkten, auch bei den Supermärkten. Was wollen wir machen? Ja, wir haben einen Mitarbeiter am Anfang eingesetzt dafür, fürs Inkasso, und haben gesagt, dann schaut, dass er wenigstens das Geld bekommt bei den Kunden. Da haben wir die schon ausgenutzt, so weit wie möglich, oder sie selber, ja, und konnten dann beschäftigt werden. Also ich glaube, also für uns kann ich sagen, wir gehen mit Sicherheit in einen Bouncing Forward. Wir sind besser aufgestellt denn vorher, denn wir haben die Krise genutzt, die Schwachstellen, die wir entdeckt haben, und das ist eher im Prozessualen. Denn wir alle hatten doch Wachstum, und wenn man heute im Wachstumsmodus ist, dann sind natürlich Restrukturierungen schwierig, weil natürlich jeder beschäftigt ist mit Wachstum. So eine Krise nordet einen wieder ein, holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück, und man konnte es dann nutzen, um letztendlich die Prozesse zu verändern, die Digitalisierung weiter voranzutreiben, und letztendlich hat sich bemerkbar gemacht, dass man, wenn man sich gut auf mehreren Beinen steht, wie wir es tun mit mehreren Marken, auch die Strategie in die Regionalität zu investieren, unsere Lieferketten, wir haben uns so weit wie möglich entkoppelt. Natürlich kämpfen wir genauso am Markt heute für Granulat wie die Kollegen. Wir brauchen es für die Kunststoffflaschen oder für Ersatzteile unserer Maschinen. Da sind wir genauso im Moment im Wettbewerb. Aber es hat sich eines gezeigt, dadurch, dass wir schon auf die Regionalität mit regionalen Rohstoffen und Marken gesetzt haben, waren wir natürlich oder sind wir besser durchgekommen, als wenn man jetzt auch nochmal mitpitcht gegen die Kollegen, die Chips, also Halbleiter-Chips in den Container haben. Da kann man sich natürlich die Frachten leichter leisten, als wenn man Xanthan oder sonstige Dinge aus China rüberfracht. Das war jetzt das Thema unabhängige Aufstellung, die man forcieren sollte in vielerlei Hinsicht, ob es jetzt quasi die langfristige strategische Ausrichtung ist, die Wertschöpfungskette und den Kundenstamm, den man entsprechend hat. Vielleicht schauen wir jetzt noch mal kurz auf dieses Thema Leadership und Management. Also gerade in schwierigen Zeiten oder Situationen kann man ja zwischen guter und schlechter Führung oder auch Management unterscheiden. Wir haben ja grundsätzlich diese Vorab-Interviews durchgeführt, und wir haben jetzt mal auf Basis von diesen Vorab-Interviews eine These, die wie folgt ist formuliert. Und zwar ist es: eine Über- oder Unterschätzung der Krisensituation führt zu der eigentlichen Krise. Jetzt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, bedeutet das, wenn ein Unternehmen in einer Krise steckt, und das kann sowohl eine negative als auch eine positive Krise sein, also wir hatten ja vorhin dieses Thema positive Absatzkrise. Die Frage ist dann, ist das eigentlich ein Zeichen von schlechtem Management, wenn man in eines von diesen Krisensituationen dann steckt? Peter Gerstmann, was denkst du darüber? Nicht nur, aber auch.
Das kann man sicherlich so fahren. Vielleicht mal, um das Thema so ein bisschen aufzurollen, dann komme ich zu dem Punkt. Wir haben sicherlich hier in der Gruppe so eine ein bisschen Abseitsstellung, weil ich verantwortlich bin für ein Stiftungsunternehmen, also nicht für ein Familienunternehmen. Und da doch ganz viele Parallelen sind, vielleicht mit dem kleinen Luxus, dass uns die zweite oder dritte Generation das Unternehmen nicht zerstören kann. Das ist vielleicht der kleine Luxus, den man da hat, aber ansonsten ticken diese Unternehmen von der Idee, glaube ich, sehr gleich. Aber wir befinden uns im Bereich der Bauwirtschaft, im Handel und im Anlagenbau. Insofern habe ich natürlich voller Freude gehört, wie sehr viel Kunststoff gebraucht wird. Wir bauen nämlich Kunststoff auf Anlagen zur Aufbereitung von Kunststoff. Also freue ich mich schon mal sehr, dass die Krise uns dort so in die Karten spielt. Kommen wir zu dem Thema Management. Also ich bin sehr davon überzeugt, wenn ein Management langfristige Strategien macht und dabei das Unternehmen in einem Ausgleich hält, in einer Balance zwischen Wachstum und Ertrag und dabei sehr genau auf den Sicherheitsaspekt einer Krise achtet, dann ist es für jede Krise gut, rüstet. Und ich bin davon auch überzeugt, dass das sicherlich immer eine Kulturfrage ist. Nämlich, wie geht man miteinander um? Der Michael hat gerade die Mitarbeiter gesagt, das Thema Mitarbeiter in der Wichtigkeit wertzuschätzen und zu sagen, ihr seid das Rückgrat, ihr seid die Basis auch in einer Krise und ihr könnt euch auf uns verlassen, wenn diese Krise kommt, dass wir euch da durchführen. Aber wir verlassen uns auch da auf euch, dass ihr bereitsteht, wenn diese Krise sich wieder in ein Gegenteil wendet. Da sind wir bei der positiven Krise. Dann haben wir ein Zahnrad geschaffen, wo das eine ins andere greift und dann bin ich für Krisen gut gerüstet. Wir haben letztes Jahr im Frühjahr, wo es uns genauso diese Fragezeichen im Gesicht standen, die ihr alle geschildert habt, nämlich was bedeutet diese Krise für uns? Erleben wir hier eine Wiederholung der Finanzkrise 2009 mit dem doch sehr viel stärkeren Dip, den wir dort hatten in der Industrie? Und ich habe damals die These ausgegeben, so als Krisenmaßstab, jeder Cent Umsatz ist besser als ein gesparter Cent Kurzarbeit. Und das war für uns eine ganz wesentliche Maxime. Was für Probleme haben eigentlich unsere Kunden und wie können wir ihnen in der Krise helfen, damit sie ihre Probleme lösen? Dann lösen wir auch unsere eigenen Probleme. Das war so die Maxime, von der wir uns haben leiten lassen. Und ich glaube, das ist ein kulturelles Verständnis, wenn man damit so umgehen kann. Und wenn man in diesem Denken agieren und managen kann, dann kann man auch dann erfolgreich so eine Krise managen. Ich kann übrigens sagen, wir haben die Covid-Krise viel, viel besser gemeistert als die Finanzkrise. Damals bin ich übrigens CEO geworden. Das war also meine erste Aufgabe, war viel gelernt daraus und wir sind jetzt im zweiten Jahr der Krise und haben wirklich das Thema, dass wir das Wachstum managen müssen, also aus der Krise heraus entstanden ist. Und das ist eine sehr viel angenehmere Sache. Also unsere Lieferketten sind natürlich auch gestört. Die Bagger, die wir von Caterpillar bekommen zum Verkaufen, die kommen natürlich nicht, weil sie keine Chips haben. Also es sind die gleichen Problematiken. Aber es ist natürlich sehr viel angenehmer, mit einem breiten Auftragsbestand im Rücken dem Kunden zu erklären, wie kriegen wir dann ein Problem gelöst und wie kriegen wir den Bagger ran. Also ich glaube insofern, das Thema gutes Management, nachhaltiges Management, zukunftsgerichtetes Management ist ein Erfolgsschlüssel. Und ich kann das auch mal so spiegeln, wenn wir sehen, welche Horrormeldungen im Frühjahr letzten Jahres von den großen Aktiengesellschaften kamen. Bosch, wir entlassen so und so viele Leute. Continental, wir entlassen so und so viele Leute. Daimler, wir entlassen so und so viele Leute. Ja? Und anschließend haben sie dann die Dividenden erhöht und haben sich feiern lassen. Ist das eigentlich eine nachhaltige Politik? Muss ich mich dann beschweren, wenn es dann nicht läuft oder wenn sich sogar Mitarbeiter vom Unternehmen abwenden? Das ist die Frage. Und ich glaube, das machen Familienunternehmen sehr viel besser. Und das machen wir auch als Stiftungsunternehmen, dürfen es sehr viel besser machen. Weil ich habe das Privileg, als Angestelltenmanager in diesem Privileg eines Stiftungsunternehmens arbeiten zu dürfen. Ich halte das für eine sehr positive Sache. Und deshalb ganz klar, gutes Management ist eine Voraussetzung, eine Krise sauber nachhaltig zu meistern. Wir kommunizieren halt nach innen und diese DAX-Unternehmen kommunizieren nach außen. Und das ist das, was die Shareholder und die Banken hören wollen. Krise, Personalabbau, schnelle Reaktion. Und wir machen es halt anders. Wir beschäftigen uns mit uns selber und nicht mit den Medien. Entschuldigung, ich habe den Philipp jetzt abgeblockt. Vielleicht dann noch eine ganz kurze Antwort drauf. Ich kann das immer nur sagen, wenn ich mit den Banken rede, sage ich, pass mal auf, ihr braucht unsere Goodwills nicht mit dem Eigenkapital zu netten, denn wir haben keinen. Das ist einfach mal so eine These. Ne? Also unser Eigenkapital ist tatsächlich vorhanden, das gibt es. Das ist bei vielen Unternehmen schon gar nicht so. Warum denke ich so? Warum handle ich so?
weil der Kapitalmarkt mich drängt, weil die Shareholder mich drängen. Und das geht, glaube ich, in den Unternehmen, die jetzt hier vertreten werden, sehr viel leichter, das nicht zu tun. Okay, das war mal das. So, es gab noch zwei Wortmeldungen, einmal von dir, Philipp, und von dir, Frank. Philipp? Ganz kurz, meinen Vorrednern, die sprechen mir da völlig aus der Seele. Zu dem Wort Leadership, was ja ein bisschen so ein bullshitorides Wort ist, aber das ist das Allerwichtigste. Wenn ich mir denke, vor 10 Jahren, wie ich angefangen habe bei uns im Unternehmen, konnte ich das Wort wahrscheinlich ehrlich noch gar nicht einmal schreiben. Heute ist es 50% meiner Tagesaufgabe. Und zu deiner Frage, Edda, das gute Leute und sich um den Gärtner kümmern, der unten den Rhododendron einpflanzt und dann sagt, hey, der Chef, dem fällt es nur auf, dass der Rhododendron eingepflanzt wird. Auf der anderen Seite ein MBA-Programm zum Beispiel aufsetzen für sein Top-Management, weil sie sagen, ich kann das eh besser als der Chef selber. Das hilft dir in der Krise, aber das hilft dir auch gar nicht, in die Krise reinzukommen. Das hilft dir auch, die Wachstumsmöglichkeiten der Zukunft und größer zu werden. Und, seien wir uns mal ehrlich, ich bin Baujahr 77, du bist sicher jünger, Edda, als ich. Die jungen Leute wollen das auch. Die wollen nicht mehr selbstbestimmt sein. Die wollen sich ihren Tag nicht nur einteilen, wann sie im Homeoffice sind und wann nicht. Die wollen einen interessanten Job haben. Und die wollen nicht mehr, dass wir denen den sagen, was machen. Die können das viel besser als wir. Also das Thema, will ich ausdrücken, Leadership ist kein abgedroschenes Thema, sondern man muss das täglich leben. Und ich glaube, als Familienunternehmer, wenn man davon überzeugt ist, der Return kommt immer. Dem einen muss das halt zweimal erklären und dem anderen dreimal. Aber wir haben vor 3 Jahren eigentlich stark auf das Thema gesetzt, weil wenn wir immer größer werden, brauchst du Leute an allen Stellen, die dir Probleme lösen, die du heute gar nicht kennst. Und das geht auf. Und da musst du auch nicht, wie der Michi sagt, Cost-Cutting machen, weil jetzt irgendwann einmal ein Quartalsziel nicht ist. Und dann musst du deine besten Entwickler raustun, die es dann 3 Jahre lang mit einem Headhunter gesucht hast. Also das ist unsere große Stärke, wenn man davon überzeugt ist. Frank, du hast ja, dazu. Ich wollte nur noch mal einen Aspekt einbringen, bevor wir uns hier in so einen allgemeinen Verklärungszustand zum Thema Familienunternehmen begeben. Familienunternehmen ist ein generischer Begriff. Ja, und wenn ich hier mal auf unsere Region schaue, Ostwestfalen-Lippe, Dr. Oetker ist ein Familienunternehmen und agiert wahrscheinlich anders als das von Michael Durach. Bertelsmann ist ein Familienunternehmen und agiert hundertprozentig nach allen mir bekannten Konzernregeln. Und um das jetzt mal zu sagen, ohne damit irgendeine Anfeindung zu sagen, Tönnies, das uns letztes Jahr in dieser Zeit sehr massiv beschäftigt hat, wegen vieler Verhaltensweisen, die wir alle irgendwo sehr kritisch beurteilt haben, ist ein Familienunternehmen. Also das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Familienunternehmen per se ist erstmal nichts, was unbedingt ein Nährboden sein muss, wo alles besser ist. Ja, es hat viel damit zu tun, wie tatsächlich noch die Gesellschafter zum Unternehmen stehen, welche Nähe sie auch zum Geschäftsmodell haben, welche Leidenschaft sie für das Geschäftsmodell haben, weil dann geben sie auch alle Signale ans Management, Stichwort gutes oder schlechtes Management, dass sie sagen, komm, es lohnt sich, für dieses Geschäftsmodell einzustehen, es kontinuierlich weiterzuentwickeln, es aufrechtzuerhalten, bleibt ruhig und lass es uns weitermachen. Also wenn ich mit Blick auf unser Unternehmen sagen kann, wir haben vor 7 Jahren begonnen, das Thema Elektromobilität zu entwickeln. Ja, das ist, und zum ersten Mal werden wir dadurch ein direkter Automobilzulieferer, etwas, was unsere Gesellschaft Gesellschafterinnen und Gesellschafter bis dato ausgeschlossen hatten. Also, dass wir ein Tier 1, Tier 2 in die Automotive-Industrie waren. Vor den ganzen Hintergründen. Unabhängigkeit, Druck von außen und so weiter und so weiter. Jetzt in der Elektromobilität haben wir das gemacht. Das ist für uns ein ziemlich erheblicher dreistelliger Millionenbetrag, den wir da investieren müssen. So, jetzt sind wir gerade so auf halber Strecke. Und dann kam letztes Jahr die Corona-Geschichte und keiner wusste, wie lange das jetzt vor uns liegt. Und da kamen eben eindeutige Hinweise auch aus unserem Gesellschafterkreis, die gesagt haben, wirklich, das halten wir durch. Und wir werden jetzt nicht Dinge, die wir über 7 Jahre aufgebaut haben, jetzt zur Disposition stellen, weil man am liebsten natürlich das Risiko gerade nicht gehabt hätte letztes Jahr in der Krise. Also ich glaube, es hat viel wirklich mit der Stellung und dem Verständnis der Gesellschafterinnen und Gesellschafter noch, was das Geschäftsmodell angeht, zu tun, ob und wie Familienunternehmen
anders verhält als andere Unternehmen. Und der Begriff der Langfristigkeit, das langfristige Denken, also wenn man das Falsche denkt, wird es nicht besser dadurch, dass man es langfristig beibehält. Ja? Ich glaube, es übersetzt sich, und das habe ich immer als sehr großen Vorteil in der Umgebung von Familienunternehmen gesehen, dass man eine höchstmögliche Kontinuität anstrebt, eine sehr organische Entwicklung. Das nervt angestelltes Management, gebe ich freimütig zu, in Zeiten, wo man das Wachstum am liebsten mit Schöpflöffeln schöpfen möchte. Da will man immer sagen, komm, jetzt, wir müssen noch aufs Gas gehen, und dann kommen die dämpfenden Impulse. Und das ist natürlich sehr, sehr ermutigend und auch beruhigend in Phasen, wo es eben nicht von alleine geht, wo diese Signale dann eben in die andere Richtung dämpfend wirken. Und ja, und damit eben auch gutes und schlechtes Management nicht in dem Extremausschlag ermöglichen wie in anderen Unternehmen. Ich würde jetzt dem Gunter gerne noch einmal die Möglichkeit geben zu antworten. Und Michi, du hast auch schon Wort gemeldet. Aber bevor wir das tun, vielleicht kurze Ankündigung. Wir würden gerne eine Zuschauerfrage gleich einspielen, genau zu dem Aspekt, und unsere Zuschauer einfach mal um ein Voting bitten, wie Sie das Thema eigentlich beurteilen und was Sie sozusagen als Schlüsselmerkmale für organisationale oder unternehmerische Resilienz sehen. Aber vielleicht vorab noch einmal die Wortmeldung vom Gunter. So, jetzt müsste man mich hören. Ich würde gerne noch den Aspekt beleuchten, dass wir nun vielleicht mal von Kettler abgesehen alles Hidden Champions sind. Und die Betonung liegt da häufig auf Hidden. Es interessiert sich einfach auch niemand für uns. Das heißt, in diesem Verborgenen können wir einfach auch mal ein paar Managementfehler machen, ohne dass es gleich am nächsten Morgen in der Zeitung steht. Ich möchte nicht in der Haut vom Joe Kaeser stecken, der, egal was er sagt und tut, kommentiert wird, der keinen Fehler machen kann, ohne dass er den nicht unmittelbar korrigieren muss, weil er dazu gezwungen wird über die starke Öffentlichkeitswirksamkeit und eben seine Investoren, die immer wieder sagen, dein Fehler kostet mich Geld und deswegen hast du den so schnell wie möglich abzustellen. Deswegen sind die einfach auch gezwungen, aus der Größe, aber vor allem aus der Publikumswirksamkeit heraus, anders, schneller, situativer zu reagieren als wir. Wir können durchaus auch mal einen Fehler machen und sagen, boah, haben wir jetzt 3 Jahre lang in die falsche Richtung entwickelt. Wir sagen es mal besser keinem, sondern biegen ab, korrigieren das. Das ist sicherlich auch eine Stärke im Mittelstand, dass man Fehler korrigiert, ohne dass dann gleich Köpfe in riesigen Zahlen rollen müssen, sondern man kann einfach auch eine gewisse Lernfähigkeit durchmachen. Und bei uns ist es eben nicht selten, ich gucke da auf Frank Stürnberg, aber auch auf den Philipp Dehn, die ja schon ewige Zeit im Unternehmen sind. Ich selber komme jetzt auf 31 Jahre, davon 26 Jahre Vorstand in der Geschäftsführung. Das schafft ja kein DAX-Konzern. Die sind im Durchschnitt bei 4,1 Jahren. Dann fegt es sie dahin, weil sie irgendeinen Fehler machen, den wir auch alle machen. Aber bei uns interessiert es einfach niemanden. Und das darf man schon dazu sagen. Also dieses hohe Lied des Mittelstands, ich bin ja auch immer begeistert dabei, da mitzusingen. Aber man muss schon sich ehrlich machen und sagen, wir haben auch einfach den Vorteil, dass wir ja ein paar Fehler machen können, die einfach niemand sieht, die ich dann mit den Gesellschaftern abhake und sage, komm, in die falsche Richtung galoppiert, lass uns das korrigieren und dann war's das. Ja. Während wenn ein Großkonzern, börsennotiertes Unternehmen so einen Fehler macht, dann kostet das Köpfe, und wenn die Köpfe sich ändern, dann ändern sich die Strategien, die Zielvorgaben, das Leadership und. Und deswegen sind diese Konzerne häufig eben nicht mit der gleichen Konstanz unterwegs. Das hängt einfach von Größe und Publikumswirksamkeit ab, die wir Gott sei Dank alle noch nicht so in dem Maße haben. Da kriegt der Kaeser ja auch kein Gehalt, sondern Schmerzensgeld. Insofern Ja, und wir kriegen auch kein Gehalt, sondern Gage. Das ist für den künstlerischen Beitrag. Genau so ist es. Wir leisten einen Beitrag für die Künstlerkasse. Genau. Aber nochmal ganz kurz zum Thema. Darum hatte ich mich auch gemeldet. Leadership. Ich meine, letztendlich geht's dort um Vertrauen und um Werte. Und das macht's doch im Grunde genommen aus, egal ob jetzt ein Familienunternehmen oder ein DAX-geführtes Unternehmen. Und um das Thema den Mut, Entscheidungen zu treffen. Und das war doch gerade am Anfang gefragt. Die Politik war im Nebel und unsere Mitarbeiter haben auf uns geschaut. Und diejenigen, die entschieden haben, auch dann zugegeben. Und das ist halt der Vorteil, den wir haben. Wir können auch sagen, Sachlage hat sich geändert. Letzte Woche habe ich es noch so entschieden, diese Woche entscheiden wir anders, genau aus diesem Grund. Und die Mitarbeiter haben uns vertraut.
Und wir als Unternehmen, wir waren immer 2 Wochen vor der Regierung in unseren Entscheidungen und dadurch hatten wir das höchste Vertrauen und die Mitarbeiter sind den Weg immer mitgegangen mit uns, weil sie gesagt haben, jawohl, wir vertrauen euch in diesen Entscheidungen und deswegen sind die Mitarbeiter so wichtig und auch der Authentizität, weil sie wissen, wir leben das, was wir predigen und nicht das, was uns jemand in den Füller diktiert. Ja, bin ich auch der Meinung, wir können natürlich auch nicht Familienunternehmen erreichen, weil das schlichtweg was mit Transparenz zu tun hat und mit Empathie. Und das ist bestimmt auch einer der Soft-Faktoren in jeder Krise, ja, unabhängig von Corona und übrigens auch außerhalb der Krise, um da eine loyale Mitarbeiterschaft zu finden. Und dann auch ein Punkt, der mir wichtig ist, ich habe in Familienunternehmen gearbeitet, ich habe in Nicht-Familienunternehmen gearbeitet und ich gebe da dem Frank Stürenberg recht, die Grenzen verwischen da schon ordentlich. Auch wenn man sich anschaut, wie sieht so eine Kapitalstruktur aus in einem Familienunternehmen oder Nicht-Familienunternehmen, da gibt es eine neue Untersuchung, die besagt, dass die von der ESCP, dass die Kapitalstrukturen sich inzwischen angenähert haben. Also auch da verschwimmende Grenzen. Von daher, ich glaube, es kommt immer ganz stark darauf an, wer leitet dieses Unternehmen, wer ist diese Persönlichkeit und dann ist es relativ wurscht, ob nicht Familienunternehmen oder Familienunternehmen, weil grundsätzlich wird man ja in Positionen nicht reingeboren, sondern man kann es halt und man kann es halt nicht. Ne? Genau. Und je nachdem, wie der Fisch vom Kopf stinkt, profitiert dann auch das Unternehmen. So ist es einfach. Oder gut riecht. Das nehme ich jetzt mal als. Oder gut riecht natürlich. In Bayern sagt man eher, der Fisch stinkt vom Kopf. Deswegen die platte Rede. Genau, das nehmen wir als kleinen Auftakt. Ich würde jetzt mal unsere Regie bitten, die erste Zuschauerfrage mal einzuspielen. Ah, jetzt sehen wir sie auch schon. Die bleibt jetzt hier ganz kurz an die Zuschauer vielleicht. Ihr könnt jetzt hier mal eine kleine Wertung machen. Wir haben gesagt, wählen Sie mal die Top 3. Der nachfolgenden Optionen. Wir wollen einfach ein kurzes Stimmungsbild mal haben, was die relevanten Merkmale für unternehmerische Resilienz sind. Ein paar davon haben wir schon sehr konkret angesprochen. Und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis gemeinsam an. Parallel kommen auch schon tatsächlich mehrere Fragen direkt noch hier bei uns an, die wir versuchen noch mit einzusteuern in die weitere Diskussion. Herzlichen Dank dafür auch an die Zuschauer. Das ist natürlich sehr spannend. Und jetzt sehen wir auch schon, dass hier die Antworten gegeben werden. Genau. Ich schon gerade, kann vielleicht noch mal in der Zwischenzeit eine Frage, hier kriegen wir jetzt schon die abschließenden Antworten, wenn wir jetzt einmal gemeinsam drauf schauen, also hier ganz klar erkennbar, die Lernfähigkeit der Organisation ist das am meisten hier gekreuzte Merkmal für unternehmerische Resilienz und dann sicherlich auch das Geschäftsmodell, die Finanzstruktur, die Kundenbeziehungen in etwa gleich auf. Das ist spannend. Weniger wichtig wird die Wertschöpfungs- und Lieferkette bewertet. Gut, das mag jetzt auch ein bisschen vielleicht an den Strukturen liegen, die wir hier im Augenblick in unseren Märkten sehen. Und ich habe hier gerade noch eine Zuschauerfrage, die man vielleicht noch gleich mitnehmen kann, nämlich ist es nicht auch die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, die den entscheidenden Faktor für höhere Resilienz ausmacht? Und profitieren Familienunternehmen hier von einer höheren Mitarbeiterbindung? Das ist eine Frage, glaube ich, die wir alle irgendwo sicherlich auch im Kopf haben. Philipp, du hast da schon Ansätze vorhin mal dazu gehabt, aber wie siehst du es? Absolut. Und ich möchte jetzt nur mal sagen, wir wollen ja kein Battle machen. Ist jetzt ein Familienunternehmen besser oder schlechter? Also das vorweg an der Stelle. Es ist so, wie die Melanie sagt, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn man das alles richtig macht, was der Michael und der Peter und die anderen Kollegen auch gesagt haben, dann ist es normalerweise so, und das muss man langfristig tun, dass der Mitarbeiter dir auch vertraut. Ich habe auch 10 Jahre in Aktiengesellschaften gearbeitet. Also ich kenne beide Welten und wichtig ist Authentizität. Du kannst auch einen Mitarbeiter ehrlich in Kurzarbeit schicken und ihm erklären, dass das schlimm ist, wenn du ehrlich bist. Aber wenn du nicht ehrlich bist,
dann hast du verloren als Führungskraft. Und ich denke, wenn man die Mitarbeiter mitnimmt, ihnen erklärt, warum das passiert, wir haben auch immer 2 Wochen vorher schon neu entschieden. Ich habe gestern entschieden, dass wir jetzt unten keine Tests machen bei uns. In unserem Bayernland ändert sich das auch täglich und fragt das Landratsamt, die sagen wieder was anderes. Mutige Entscheidungen, authentisch sein, in Mitarbeiter investieren, also nicht nur den Großkopfhörten des MBOE-Programm, sondern dem Einsteller auch sagen, was ist Führung? Und wenn man das langfristig macht, dann stehen die Mitarbeiter, behaupte ich jetzt mal, auch zum Unternehmen und helfen dir in Wachstumsphasen und in Krisenphasen. Also das ist eine Servicedienstleistung, die man als Führungskraft, ob man jetzt in einer eigentlich Aktiengesellschaft ist oder in einem Familienunternehmen, wie auch immer. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus Betriebsklima besser. Also das ist dann so ein Winning-Effekt. Dann wollen die Leute ja auch da arbeiten. Und wir sind jetzt auch wie Ostwestfalen, ihr seid ja auch am Land. Wir sind hier auch am Land und haben die Audis dieser Welt, mit denen wir natürlich kokettieren und sagen, ach, gehst doch lieber zum den als zum Audi oder irgendwohin. Das ist dann so ein Teufelskreis oder ein Positivkreis. Und das haben wir langfristig in der Hand. Und ja, wenn du als Chef vorne, wie auch immer, der Gunther hat es gesagt, längerfristig da bist, kannst du natürlich längerfristig diesen Kurs kriegen, als wenn andere, das ist einfach bestimmt durchs System, alle 3 Jahre kommt der neue CEO, weil die Aktionäre wollen das so. Das führt eben dazu, dass die Mitarbeiter irritiert sind und mehr Orientierung dann wieder brauchen. So würde ich es mal ausdrücken. Ja. Aber absolut ja. Okay, wir reden ja auch schon gerade über dieses Thema Organisationsform und den Punkt, den du genannt hast, Philipp, dass es hier auch nicht um einen Battle geht. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Aber in der Tat hätte ich auch dazu nochmal eine Frage, und zwar, welche Rolle spielt die Organisationsform denn in allgemein bei der Krisenbewältigung? Und macht es jetzt vielleicht auch mit Hinblick auf Familienunternehmen tatsächlich einen Unterschied, ob es ein familienfremder oder familieninterner CEO ist? Michael, was denkst du denn darüber? Es kommt auf die Personality drauf an. Und wie lang ist er im Unternehmen und wie gut kennt man sich im Unternehmen in den ganzen Strukturen aus? Und der Philipp hat es richtig gesagt, bin ich ein Leader, der sich mit dem Gärtner oder der Kantinenkraft oder dem Mitarbeiter am Band genauso unterhält als mit den Kollegen in der Geschäftsleitung, dann habe ich eine andere Authentizität und dann habe ich auch eine andere Glaubwürdigkeit und dann bin ich da vielleicht etwas besser aufgestellt als jemand. Und das ist unabhängig vom Thema Familie oder nicht, der mit dem Chat reinchattet und abend wieder geht den Mitarbeitern vielleicht über den Pressesprecher irgendwelche Informationen zukommen lässt. Oder geht man den direkten Weg? Und ich glaube, es hängt von der Person ab, nicht ob das Thema ein Familienunternehmen oder nicht Familienunternehmen ist. Und da hat der Gunter Kegel auch gleich nochmal die Hand gehoben. Nochmal, du bist noch leise. Ja. Mikro. Die Frage war ja, wie wichtig ist Organisation? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, die richtigen Leute und die klaren Zielvorgaben sind das Entscheidende. Die Organisation, die ordnet sich dahinter. Die kann einen positiven oder auch einen negativen Einfluss haben, aber wenn man die Vielfalt der unterschiedlichsten Organisationsformen gerade im Mittelstand sich anguckt und dann schaut, wie überdurchschnitt erfolgreich ganz unterschiedliche Organisationsformen sind, dann sieht man schon gleich, das ist nicht wirklich das kriegsentscheidende Element. Das ist ein Ordnungsschema, das man braucht, das man sich geben muss, das man auch mal ab und zu ändert, um Strukturen wieder aufzubrechen, andere Netzwerke zu gestalten und. Aber die wirklich entscheidende Frage ist, haben Sie im Unternehmen die richtigen Leute und kommunizieren Sie die richtigen Ziele? Das sind die beiden Hebel. Das macht eben Leadership aus. Nicht die Frage, wie feinstreibig organisiere ich alles, wie perfekt ist meine Organisation aufgebaut, weil die spiegelt ja doch nur im Endeffekt den Markt wider und der ändert sich. Und damit muss Organisation ohnehin ständig volatil verändert, angepasst werden. Aber die Menschen und die Ziele gegebenenfalls nicht, sondern das ist die Konstante, die man braucht. Und klar, Authentizität ist da schon wichtig, nur sie sehr sich auch bemühen, wenn sie mal 6.000 Leute auf allen Kontinenten haben, schaffen sie es einfach nicht mehr, mit jedem Gärtner, der den Rhododendron gießt, zu sprechen. Zumindest nicht mit dem außerhalb ihres eigenen Standorts. Und da müssen sie sich andere Kommunikationsmethoden wählen. Wir haben mittlerweile Podcasts, wo wir unterschiedliche Leute einladen, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, um die ganze Gruppe zu erreichen. Den produzieren wir einmal monatlich, um einfach zu zeigen, ja, wir kümmern uns, wir kommunizieren auch mit Teilen der Gruppe, die eben
weit genug entfernt sind. Und gerade in der Corona-Zeit war ja durch Reisebeschränkungen gar nicht möglich, irgendwelche Leute persönlich zu sehen, außer eben über die Videoschalte. Und die hat der Gärtner leider nicht zur Verfügung. Und insofern braucht man andere Instrumente, wie man mit denen kommuniziert. Aber ich sage es nochmal, die Organisationsform ist für mich absolut zweitrangig. Sie ändert sich auch, ohne dass die Personen und die Ziele sich ändern. Das ist entscheidend. Haben Sie die richtigen Leute und kommunizieren Sie die richtigen Ziele? Das ist ja vielleicht auch nochmal... Entschuldigung? Ja, was ich sagen wollte, geht genau in die Richtung von dem, was der Kriegel gerade sagte. Also wir haben in Deutschland ungefähr 7.500 Menschen und das war im vergangenen Jahr ganz genauso. Und auch wenn ich schon 30 Jahre im Unternehmen bin und sicherlich hat mich jeder schon mal irgendwo gesehen, ist es unmöglich, dann wirklich in eine ausschließlich persönliche Kommunikation zu gehen. Was ist für mich die Konsequenz daraus? Stichwort, was Melanie Lauer sagte, Kopf und Stinken und so weiter. Wir in einem gut aufgestellten Familienunternehmen mit einer guten Gesellschafterstruktur haben als CEOs oder als Board, als C-Level, eben vieles von dem, was wir hier schon positiv gesagt haben. Ja, wir haben Vertrauen, wir haben langfristige Ansätze und so weiter und so weiter. Und ich denke, eine der wichtigsten Aufgaben, gerade auch für angestelltes Management in einem großen Familienunternehmen, ist es, dass man dann nicht der Versuchung erliegt, über so typische Organisationselemente die nächsten Ebenen dann anders zu führen. Ja, und also jeder von euch im Call mag sich ja davon freisprechen, aber also ich muss schon sagen, dass natürlich denkt man dann, das sind jetzt irgendwie 7.000 Leute und dezentrale Strukturen. Oder müssen wir doch jetzt ganz andere Reporting-Systeme haben und dann brauchen wir Revisionssysteme und wir müssen doch und die ganze Governance-Frage und das geht doch alles gar nicht mehr ohne ein Board hier und ein Board da. Und ruckzuck ist es dann eben nicht mehr möglich, dass das, was man eigentlich in das Unternehmen transportieren möchte, weil der Podcast ist ja nur ein Medium. Ich muss ja über Führungskräfte, über die nächsten Führungsebenen in das Unternehmen wirken und wenn die sich anders verhalten, weil sie eben auch nur eine Halbwertszeit von 4,3 Jahren haben. Ja, weil wir dann plötzlich so agieren, wie ansonsten in anderen großen Gesellschaften, die Analysten oder die Aktionäre auf den Vorstand wirken, dann verliert man ganz schnell eben auch diese Identifikation der Mitarbeitenden. Weil am Ende des Tages, die gucken auf die Person an der Spitze, ohne Frage, aber sie erleben Führung täglich durch ihre jeweiligen Führungsstrukturen. Da muss es uns gelingen, dass wir uns eben als Management an der Spitze eines Familienunternehmens eben auch in das Unternehmen, so gut es geht, so verhalten, wie wir es von unseren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern erwarten würden. Da kommen auch schon noch Anschlussfragen, sehe ich gerade aus unserem Publikum. Ich würde die einmal kurz zurückstellen und möchte gerne jetzt den Heiko Fink ankündigen mit einem kurzen Einklinker. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Heiko Fink, Partner bei Hobart & Partners im Bereich Innovation und Transformation und verantwortlich für eine Studie, die das Haus durchführt, eine CXO-Studie, wo es um das Thema geht, welche Prioritäten im C-Level im Augenblick sozusagen gelegt werden und das im Mehrjahresvergleich. Heiko, hallo, ich sehe dich, du bist jetzt gerade dazugekommen. Willkommen in unserer kleinen Runde. Genau, wir freuen uns sehr, wenn du uns kurz mal, ihr habt es ja gerade ganz aktuell jetzt wieder erhoben und ich glaube, ihr seid noch in der sozusagen, in der noch Auswertung ganz am Ende zwar, aber immer noch nicht ganz durch, aber du willst uns trotzdem schon mal einen kleinen Einblick geben, quasi, was so die aktuellen Erkenntnisse sind. Mache ich sehr gerne. Kilian, vielen Dank, dass ich auch heute da sein darf in dieser durchaus sehr, sehr spannenden Runde. Und die Diskussion zeigt es ja, dass das ein sehr umfassendes Thema ist und dass es viel um Prioritäten geht, dass es viel um die eigene Priorisierung geht, um Authentizität geht. Und das ist das, was wir auch untersuchen wollten in unserer Studie. Wir haben uns letztes Jahr in der Zeit der Unsicherheit haben wir uns die Frage gestellt, wie viele andere ja auch, wie die Diskussionen ja auch schon gezeigt haben, wie verändert sich eigentlich durch diese Krise die Prioritätenlage in den Unternehmen. Und wenn man mal ehrlich ist, und das hatten wir jetzt auch gehört, da war schon ganz schön viel Unsicherheit auf der einen Seite letztes Jahr im Markt und auf der anderen Seite war auch ganz viel grundsätzliche Diskussion im Markt. Also das hat sich ja quasi so monatlich immer weiter verschoben. Am Anfang hieß es irgendwann, die Supply Chain sind alle anfällig und das muss deglobalisiert werden. Das war so ein Aspekt.
Dann waren es irgendwann andere Themen, die im Vordergrund standen. Und wir haben versucht, durch diese Interviews, die wir da geführt haben, ein bisschen Transparenz reinzubringen. Vielleicht nochmal einen Satz einzuordnen. Also wir haben da mit über 250 Vorständen, Geschäftsführern gesprochen. Jetzt nicht nur Familienunternehmen, sondern durchaus auch kapitalmarktnotierten Unternehmen in der Größenordnung so von 200 Millionen Umsatz bis hoch zu wirklich zweistelligen Milliardenbeträgen zu den großen Konzernen, sodass wir da eigentlich jetzt mal einen kompletten Querschnitt über die Industrie entsprechend gelegt haben. Und ich würde heute mal als quasi Sneak Preview, die wird in 3 Wochen, werden wir die Studie dann veröffentlichen, mal 2 Aspekte zeigen wollen. Zum einen diese Einschätzung, wie weit sind wir eigentlich mit dem Thema, die Umsatzkrise ist vorbei, und zum anderen einen Blick drauf gelegt, wie haben sich eigentlich die Top-10-Prioritäten der Unternehmenslenker auch verändert, und dann gerne nochmal als Impuls auch in das Panel als Diskussionsgrundlage. Vielleicht wenn wir im ersten Schritt mal drauf kommen, wie weit sind wir eigentlich mit dem Thema Umsatzkrise ist vorbei, wenn wir auf Folie 1 springen. Das ist noch nicht, jetzt kommt's. Die gute Nachricht ist, für einen absoluten Großteil der Unternehmen ist die Krise vorbei, und das hat ja das Panel im Prinzip auch entsprechend bestätigt, auch wenn jetzt bei uns im Datensatz auch einige Unternehmen drin sind, die in Branchen unterwegs sind, die sehr, sehr heftig getroffen waren. Deswegen ist das Bild nicht ganz so positiv wahrscheinlich wie das, was wir jetzt bisher gehört haben. Das durchaus Spannende ist aber, dass Sie sehen hier 2 Kurven, eine graue, eine blaue. Die graue sagt im Prinzip, zeigt das Bild letztes Jahr, was haben die Unternehmenslenker gedacht, wann man wieder auf Vorkrisenniveau ist, umsatzseitig. Da waren wir so im 2022 frühestens, waren da immer so die Antworten, die wir gehört haben. Als wir das dann dieses Jahr nochmal durchgeführt haben, hat sich das Bild deutlich verschoben, nämlich für 2/3 der Unternehmen, die sagen, wir sind schon wieder durch oder werden dieses Jahr durch sein. Und Gunter Kegel hat gesagt, ganz viele sind schon wieder dabei, das Wachstum zu managen, auch Wachstum gegenüber dem Vorkrisenniveau auf 2019. Also das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Und das ist auch das, was man in den Diskussionen, die wir geführt haben, entsprechend spürt. Die Nachfrage zieht an. Teilweise wird vom Superzyklus entsprechend gesprochen. Das Wort hatten wir von Frank Stürenberg auch schon gehört. Alles, was im Cocooning-Effekt im Haus, um Haus passiert, hat extrem profitiert letztes Jahr. Da hat man gedacht, dieses Jahr kommt vielleicht eine leichte Delle, weil das alles Vorholeffekte entsprechend waren. Dem scheint nicht so zu sein, sondern die Nachfrage bleibt bestehen in allen Bereichen. Es ist eher so, dass in vielen Industriezweigen die Nachfrage dazugekommen ist. Also so in der Automobilindustrie ging es dann ja eigentlich letztes Jahr so Sommer, Herbst entsprechend los, als die Nachfrage angezogen hat. Und auch da sind wir nach wie vor in der starken Nachfragesituation. Und das kombiniert mit den Ressourcenengpässen, was wir gehört haben bei den Chips, bei den Granulaten, beim Holz, führt natürlich zur Frage der Lieferfähigkeit der Unternehmen und natürlich auch zu einer hohen Beschäftigung der Unternehmensführer, um genau dieses Tagesgeschäft entsprechend zu managen. Die Frage, die sich daraus erstellt, ist, hat jetzt die Krise grundsätzlich die Prioritäten verändert oder also die grundsätzlichen Prioritäten auf einer CXO-Agenda, oder haben sich einfach die Themen der Diskussion im Tagesgeschäft verändert? Und wenn wir da mal eins weiter springen und den Blick auf die Ergebnisse vom letzten Jahr richten, wir haben das mal nach den Top 10 entsprechend sortiert, dann hat man schon gesehen, letztes Jahr stand natürlich bei vielen Unternehmen das Thema Liquidität im Vordergrund. Das war jetzt bei den Familienunternehmen eher weniger ein Thema. Das hatten Sie ja auch alle bestätigt. Aber das war für viele Unternehmen, war das erstmal das Haus wetterfest machen und dafür sorgen, dass sowohl die Finanzströme passen, dass aber auch die Gesundheit der Mitarbeiter passen. Wenn man mal ehrlich ist, also alle Unternehmen, die ich gesehen habe letztes Jahr, die Corona-Taskforces haben ja auch sehr gut funktioniert. Das war so der erste Teil der Krise. Und ganz viele Unternehmen, eigentlich fast alle, haben sehr, sehr schnell, so letztes Jahr im Sommer, dann umgeschalten und gesagt, wir müssen eigentlich nach vorn gucken. Da hat man dann häufig den Begriff des New Normals entsprechend auch gehört, um zu sagen, wir müssen jetzt diese Chance nutzen. Und Michael, du hast es vorhin gesagt, um in der Krise an den grundsätzlichen Strukturen auch zu arbeiten und an den Prozessen zu arbeiten, um dann noch stärker aus dieser Krise rauszukommen.
Und das war auch sein Credo, das New Normal wird ganz anders aussehen. Wir werden anders zusammenarbeiten, wir werden andere Leadership-Aspekte haben, wir werden viel stärkere Digitalisierungsthemen haben und unsere Organisationen werden viel agiler, viel entscheidungsfreudiger, teilweise auch dezentraler und kundenorientierter werden müssen. Das war so das Credo, was man letztes Jahr eigentlich mitgenommen hat. Wenn man jetzt dieses Jahr so die ersten Ergebnisse anguckt und wenn wir da eine Folie weiterspringen, sehen wir die Ergebnisse des diesen Jahres, dann sehen wir ein paar Verschiebungen auf der einen Seite, aber wir sehen auch relativ viele Punkte, die gleich bleiben. Da gehe ich auf ein paar Aspekte mal ein. Wenn das Gleichbleiben, das sieht jetzt auf der Grafik so aus, als ob das gleich bleibt, wenn man da mal eins dahinter guckt und das erläutere ich gleich nochmal, dann haben sich die Themen inhaltlich durchaus etwas verändert. Auf der anderen Seite gab es aber auch ein paar Repriorisierungsthemen. Das Thema Liquidität ist weiter in den nach hinten gerückt. Dafür ist das Thema Umsatzmodelle, Pricing vielleicht ein bisschen nach vorn gerückt und das Thema Nachhaltigkeit, sage ich auch gleich was dazu, hat auch deutlich an Bedeutung gewonnen. Was gleich geblieben ist, und auch das haben wir vorhin schon gehört, ist das Thema digitale Transformation. Das ist nach wie vor die absolute Top-Priorität von den Unternehmenslenkern. Letztes Jahr allerdings haben wir zum Thema digitale Transformation häufig die Aussage gehört, wir haben ein so breites Portfolio an Initiativen zum Thema Digitalisierung, das müssen wir jetzt in der Krise durchforsten, das müssen wir priorisieren und wir müssen es schaffen, auch Business Cases und Nutzenbewertungen hinter die einzelnen Initiativen zu legen. Also alles auf den Prüfstand stellen, das war im Prinzip die Kernaussage. Wenn man sich das dieses Jahr anguckt, dann haben eigentlich so gut wie alle digitalen Initiativen in den Unternehmen wieder Fahrt aufgenommen und es wurde gar nicht so viel gestoppt, ganz im Gegenteil, sondern ganz häufig wurde nochmal an Tempo zugelegt und die Beschleunigung hat weiter zugenommen. Also dieses Thema Digitalisierung als ein wesentlicher Treiber der Veränderung und am Ende des Tages sicherlich auch der Resilienzsteigerung wird bleiben. Ein zweiter Aspekt, der durchaus auch überraschenden Ergebnissen ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also wenn man das auch mal in der Historie anguckt, dann war kurz vor Corona, war ja quasi die Peak-Phase der Nachhaltigkeiten der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das waren die Friday for Future-Initiativen. Wenn man den Fernseher angemacht hat, wurden jeder TV-Runde, was jetzt Covid ist, war damals Nachhaltigkeit quasi, wurde diskutiert. Und es gab dann während der Krise durchaus die Stimmen, nicht nur, dass es natürlich in der Krisenarbeit das Thema Nachhaltigkeit depriorisiert wurde, es gab aber auch die Stimmen, die gesagt haben, naja, jetzt kommt da wieder mehr Realismus rein und das wird aus dem gesellschaftlichen Fokus auch wieder etwas rausgehen. So gab es durchaus viele Stimmen. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt, und da war ich auch persönlich etwas durchaus überrascht, dass man das absolute Comeback der Nachhaltigkeit quasi in den Ergebnissen sieht und das auf eine Top-2-Platzierung nach vorne bewertet wurde der Unternehmen. Und das ist natürlich ein wesentlicher Treiber der Veränderung, weil die Nachhaltigkeit, die finde ich ja überall wieder. Also das finde ich im Produktportfolio wieder. Da gehe ich in die R&D-Prozesse rein, da gehe ich in die Befähigung der Menschen rein, da gehe ich in die Supply Chains rein, da gehe ich am Ende des Tages bis zum Mitarbeiter hinein, wenn sich vielleicht der Fuhrpark entsprechend auch verändert und da auch bei den Reisen mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Also das sind schon Treiber, die auch durch das ganze Unternehmen im Prinzip Bewertung finden. Und das als dritter Punkt, und da hatten wir vorhin auch viel über Leadership gesprochen, das fand ich wirklich eine sehr, sehr gute Diskussion, ist das Thema New Work. Also auch letztes Jahr war das schon sehr hoch priorisiert, aber da eher, das wird bei allen Diskutanten auch der gleiche Aspekt gewesen sein, wie stelle ich jetzt eigentlich in so einer Homeoffice-Welt, in einer Remote-Welt sicher, dass wir genügend kommunizieren, dass wir die Entscheidungen treffen, dass die Produktivität der Mitarbeiter auch hoch bleibt etc. Also eher Absicherung der Arbeitsweise stand letztes Jahr im Vordergrund. Dieses Jahr haben sich die Gedanken da ein bisschen weiter gedreht, was wir aus den Gesprächen gehört haben. Nämlich genau zu dem Thema Leadership, wie wir es vorhin auch schon diskutiert haben. Und die Fragestellung, die Mitarbeiter waren jetzt so lange im Homeoffice. Also da geht auch ein bisschen Identifikation verloren. Und wenn ich an meinem Küchentisch sitze, dann ist es eigentlich auch ein einfaches, ob mein Logo auf meinem Teams-Hintergrund Firma A ist oder Firma B ist. Das heißt, die Arbeitgebermarke ist etwas, was auch in der Zukunft deutlich mehr
nochmal an Wert gewinnen wird, um sicherzustellen, dass man auch die guten Mitarbeiter halten kann, beziehungsweise auch gute Mitarbeiter gewinnen kann. Ja? Und jetzt überlegen sich viele Unternehmen, setzen ein grundsätzliches New Work Programm auf und sagen, wie wollen wir das machen mit den Office-Belegungen? Was ist denn eigentlich unsere Zielquote dementsprechend? Wie bringen wir die Mitarbeiter wieder zurück, in welcher Sequenz? Was machen das mit unseren Bürokonzepten? Und was macht das auch mit der Leistungsbeurteilung der einzelnen Mitarbeiter? Und was macht das auch mit unserer ganzheitlichen Unternehmenskultur? Und das ist etwas, was sicherlich auch nochmal ein ganz spannender Treiber der Veränderung ist, um auch Resilienz entsprechend abzusichern. Aber eins ist auch klar, vielleicht nochmal zum Abschluss. Wir haben von vielen genau das gehört, dass diese Nachfragesteigerung, diese Lieferfähigkeitsdiskussionen, dass die natürlich im Moment wahnsinnig viel Platz einnehmen und sich viele Unternehmen die Frage stellen, habe ich eigentlich noch die Kapazitäten in meinem Haus, jetzt auch grundsätzliche Veränderungen noch anzustoßen, oder muss ich jetzt eigentlich schauen, dass ich diese Nachfragewelle bedienen kann, so wie sie im Markt ist? Super, danke Heiko. Es ist echt spannend nochmal zu sehen, vor allem wie so der Wechsel von 2020 zu 2021 ist. Wir haben ja am Anfang über diese Leitfrage mit Bouncing Back, Bouncing Forward gesprochen. Vielleicht mit Blick auf die Gesamttendenz der Studie. Was denkst du? Ist es eher ein Bouncing Back oder ein Bouncing Forward nach der Krise? Also ich muss da mal ein bisschen diplomatisch mit einem sowohl als auch antworten, weil meines Erachtens wurde viel an den Strukturen und agilen Arbeitsmethoden getan, dass es überhaupt funktioniert hat letztes Jahr und dass die ganzen Unternehmen jetzt ja auch sehr stark aus der Krise rauskommen. Von dem her, da würde ich auf alle Fälle sagen, das ist ein Bouncing Forward. Und die Unternehmen, die Zeit genutzt haben, auch an den Strukturen zu arbeiten, die werden auch in Zukunft davon profitieren. Und Melanie, du hattest es gesagt, ja, in den Strukturen geht es darum, agil zu sein, schnelle Entscheidungen treffen zu können und nah am Kunden auch entsprechend sein zu können. Und von dem her, das ist sicherlich ein Bouncing Forward für viele Unternehmen. Wo es aber auch teilweise ein Bouncing Back gibt, muss man auch ein bisschen weiter ausholen meines Erachtens, weil das, wenn man mal in die Zeit vor der Krise schaut, dann war das ja schon eine Wachstumsphase, teilweise für viele Unternehmen eine extreme Wachstumsphase. Auch gerade für viele Familienunternehmen in der Größenordnung von 200, 300, 400, 500 Millionen Euro Umsatz, die dann innerhalb von ein paar Jahren in die Richtung Milliardengrenze gewachsen sind. Eine extreme Wachstumsphase. Und wenn man sich das anguckt und da die Zahlen mal anschaut, konnten nicht alle Unternehmen von diesem Umsatzwachstum profitieren und die Skaleneffekte quasi realisieren, sondern die EBIT-Margen sind teilweise sogar noch leicht abgeschmolzen. Das heißt auch, die Risikoposition dieser Unternehmen hat sich verändert, weil mein Break-Even dadurch nach oben gegangen ist. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn ich jahrelang so mit Wachstum beschäftigt war, hat man da vielleicht ein bisschen den Fokus auf Nachziehen der Prozesse und der Strukturen auf eine neue Größenordnung des Unternehmens ist einfach in den Hintergrund getreten. Und dann kam die Covid-Krise und dann waren andere Dinge im Vordergrund gestanden und vielleicht wieder nicht die Prozesse und die Strukturen. Und jetzt kommt der Superzyklus und wieder ganz viele Themen im Tagesgeschäft. Also die Gefahr ist sicherlich da, dass man sich da auch wieder der Nachfrage hingibt und an diesen grundsätzlichen Aspekten, um auf die neue Größenordnung sich einzustellen, da ein bisschen die Priorität verliert. Und von dem her ist die Gefahr des Bouncing Backs für den einen oder anderen das sicherlich auch gegeben. Super, danke für deine Einschätzung. Es gab noch eine Wortmeldung, Gunther. Ja, ich möchte dem nicht widersprechen, aber ich möchte es mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir sagen immer, ja, das ist ja auch wahnsinnig schwer. Wir leben ja in einer VUCA-Welt, also in einer sehr volatilen, in einer unsicheren, in einer komplexen und mehrdeutigen Welt. Und ich glaube, dass sich diese Welt für die Unternehmen im Moment in ganz andere, klarere Strukturen verändert. Für die Unternehmen gibt es zwei wesentliche strategische Zielrichtungen und die sind kurioserweise für fast alle gleich. Das eine Thema heißt Digitalisierung und das andere Thema heißt Dekarbonisierung.
Und die Freiwilligkeit in diesen Strategien, die ist nur noch bedingt gegeben, sondern wir werden in vielen Punkten gezwungen werden, Dinge zu tun. Für die Firmen der Elektrotechnik ist der Dekarbonisierungsteil jetzt Teil einer Vorwärtsstrategie. Sie kennen den Slogan All Electric Society. Wir sind also fest davon überzeugt, an den elektrotechnischen Themen geht kein Weg dran vorbei, sowohl in der Frage der Digitalisierung als auch in der Frage der Dekarbonisierung. Und damit sind die beiden wesentlichen strategischen Zielvektoren, die sind erstmal gegeben. Und da kommen Sie auch nicht drum herum. Sie können nicht sagen, ich ignoriere das, ich habe da eine diversifizierte Strategie und ich mache das anders und ich setze gerade auf das Ausstoßen von mehr CO2. Das wird nicht so funktionieren, sondern wir werden Strategien entwickeln müssen, operative Ebene, wie kann ich meinen eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren und wie kann ich von dieser enormen Investition, die jetzt in allen Teilen der Welt losgetreten wird, um diese Dekarbonisierung zu erreichen, wie kann ich davon profitieren? Wie kann ich aus diesen Chancen Geschäftschancen fürs Unternehmen machen? Und insofern sind die strategischen Elemente werden plötzlich viel klarer und deutlicher. Dazu kommt, und das ist vielleicht auch der Grund, warum die EBIT- und Profitmargen abschmelzen, eine zunehmende Regulationsdichte. Wenn Sie sehen, wie viele Menschen wir heute beschäftigen im Konzernumfeld, die sich nur noch mit Restriktionen, mit Regulierungen, mit diesen Dingen, aber nicht mehr mit Wertschöpfung befassen, dann sind das enorme Zuwächse, die wir dort haben und die zehren natürlich an der Profitabilität. Und wir haben gerade jüngst ein Lieferkettengesetz bekommen und ich glaube, der Großteil des Mittelstands ahnt noch gar nicht, was da auf sie zukommt, an Dokumentationspflichten, an Notwendigkeiten, Risikoanalyse und Ähnliches aufzustellen, weil sie sich alle moralisch natürlich auf sicherem Terrain befinden und sagen, ja, ich mache das doch nicht. In meinem Konzern gibt es doch keine Menschenrechtsverletzung oder Kinderarbeit oder sowas. Übersehen aber nicht, dass Politik da ganz elegant den schwarzen Peter den Unternehmen zuschiebt und sagt, wir kriegen das nicht hin mit den Menschenrechtsverletzungen in China, jetzt müsst ihr das machen. Ne? Und die Mittelständler stehen völlig hilflos davor und sagen, ich habe gestern gar nicht gewusst, dass es sowas wie ein Uiguren-Problem gibt und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen und meine Lieferketten dagegen abklopfen. Das sind also zusätzliche Dimensionen, die haben aber keine strategische Natur, sondern es sind die Regulierungsdichten, die zunehmen, mit denen müssen sich die Unternehmen auseinandersetzen. Und dazu gibt es dann Krisenszenarien. Die sind ganz kurzfristig, temporär. Wir haben das in Corona gesehen, ein Jahr rein, ein Jahr raus und. Das hat keine strategische Dimension, sondern es ist rein operativ, wie schnell sind sie im Krisenmanagement. Und da sind die Mittelständler wie Großindustrie fast im Gleichschritt gelaufen. Ich habe da keinen Unterschied gesehen in der Umsetzungsgeschwindigkeit für Corona-Schutzmaßnahmen, beispielsweise im Haus Siemens oder bei Pepper & Fuchs, wirklich nicht. Die nächste große Krise, die uns bevorsteht, das jetzt schon klar zu erkennen, sind die geoökonomischen Verwerfungen, die Tendenz Chinas, sich stärker autonom oder gar autark aufzustellen, die Gegenreaktion der Amerikaner, die vielleicht dazu führt, dass unsere so schöne globale Welt in einem Globalization Patchwork auseinanderfällt, also lauter Flicken, in denen ich mich immer noch frei bewegen kann, aber die Flicken haben untereinander keine Connects mehr über den globalen Handel. Ob das wirklich passiert, wissen wir nicht, aber es ist ein Risikopotenzial, was da ist, was plötzlich vom Himmel fallen wird. Aber eigentlich ist die strategische Dimension für die Unternehmen einfacher geworden, weil die beiden wesentlichen Themen Digitalisierung und Dekarbonisierung, die stehen jetzt, und das hat Ihre Untersuchung ja wunderbar gezeigt, ganz oben auf der Agenda. Und es ist kein Wunder, dass das jetzt passiert, weil der gesetzliche Rahmen jetzt mit Nachdruck die Unternehmen nicht nur zwingt, sondern die Geldmengen, die im Moment da geflutet werden. Der New European Green Deal, 1.000 Milliarden. Die Chinesen sprechen von 2.000 Milliarden. Der Joe Biden will das alles noch übertrumpfen. Und diese Geldmengen, die jetzt in eine Dekarbonisierung fließen, die werden alle Unternehmen nutzen, um daraus Geschäftschancen abzuleiten. Da bin ich ganz sicher. Und da tun sich die Elektrotechniker erstmal leichter, aber sagen, naja, wir sind der integraler Part der All Electric Society, aber im Endeffekt wird das für jedes Unternehmen eine gigantische Chance bedeuten, sich neu zu orientieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und. Und die werden wir nutzen, da bin ich ganz sicher. Und der Mittelstand schon mal gleich voran. Insofern ist es im Moment eigentlich relativ einfach. Also notgedrungen, wenn Sie eine strategische Komponente entwickeln müssen in diesen beiden Richtungen. Und das ist nun mal wirklich glasklar. Und jeder erlebt es im eigenen Unternehmen, wie weit Digitalisierung, aber auch Dekarbonisierung, Geschäftschancen und Geschäftsrestrukturierung. Das bringt mich zum nächsten Thema, Innovation. Aber an der Stelle nochmal danke an dich, Heiko, für den interessanten Beitrag. Und dann machen wir in dieser Fragerunde nochmal weiter. Michael, du hattest auch eine Wortmeldung, die würde ich ganz kurz hinten erstmal
lassen. Wir wollten nämlich gerade zu dem Thema Innovation auch noch eine Zuschauerfrage stellen. Kilian hatte ja zu Beginn diesen Satz gebracht, Not macht erfinderisch, kennt ja jeder, Frage jetzt, stimmt das nicht? Und das wäre die nächste Frage, die wir jetzt nochmal an Sie, liebe Zuschauer, Zuhörer, gerne stellen möchten. Und jetzt müssten Sie die Frage auch sehen. Also ja, nein, zum Teil. Genau, man sieht die Antworten auch schon hier eintrudeln. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch gleich als Auftrag nehmen, um ein bisschen über diese Chance von eben genau diesen Krisenzeiten zu sprechen. Und da passt eigentlich auch der letzte Beitrag von Günter Kegel gut. Wir stehen da vor großen Veränderungen, auch technologisch großen Veränderungen als Folge von Klimawandel und weltweiten einfach Veränderungen, die gar nicht mehr vermeidbar sind. Da ist jetzt sicherlich auch so eine Krise nochmal geeigneter vielleicht. Und jetzt sehen wir auch hier schon die Antworten. Also ein bisschen differenziert. Es ist eine sehr einfache Frage gewesen natürlich. Aber wir haben eben auch überwiegend ein Ja beziehungsweise zum Teil. Und das werden wir gleich zum Anlass nehmen, nochmal ein bisschen darüber zu sprechen. Denn dieses Innovation als Folge von Krisenzeiten sicherlich, was uns alle umtreibt. Und jetzt können wir gleich aber trotzdem das Wort nochmal an den Michi Durach geben. Der hatte ja gerade auch quasi schon sozusagen angesetzt. Michi. Ja, zwei Dinge. Also zum einen, ich glaube auch der Mittelstand kennt das Thema Lieferkettengesetz. Also es ist nicht so, dass der Mittelstand es nicht kennt. Die Frage, ob jetzt Mittelstand oder Großkunde, die Frage ist, wie setze ich mich mit den Themen auseinander? Auch das Thema, ich meine, wir reden hier über die Megatrends, das Thema Nachhaltigkeit. Die Frage ist, wann hat man es aufgegriffen? Wir haben 2008 uns zum Ziel gemacht, dass wir 2020 CO2-neutral sind, weil wir das schon, oder ich hatte es damals geahnt, dass das passiert. Die meisten Firmen gehen in Wartestellung und wenn nicht der Druck da ist, machen wir erstmal nichts, weil eines ist doch klar, Nachhaltigkeit kostet Geld. Derjenige, der meint, er kann Nachhaltigkeit kommunizieren und leben, ohne dass er Marge einbüßt, das wird nicht funktionieren. Sonst bin ich im Common Sense, weil LED-Leuchten also auf LED umzusteigen, ist Common Sense und nicht Nachhaltigkeit, sondern hier muss ich in die Innovation gehen, hier muss ich komplett neue Kältesysteme, Wärmesysteme, dort muss ich in das Thema Dekarbonisierung, in Photovoltaik und solche Themen einsteigen, in Biokraftwerke und solche Dinge. Also das kostet Geld und warum das weggeschoben wurde, war, es war keine richtige Notwendigkeit da. Das 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel, das kennen wir schon seit Jahrzehnten. Es hat sich nur nicht jeder darauf eingelassen. Und es war klar, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass CO2 bepreist wird. Das war klar. Die Frage ist, wann? Und die Frage ist, in welcher Höhe? Und jetzt ist das große Aufschreien da. Und natürlich sagt man jetzt, okay, Staat, jetzt brauchen wir alle Geld. Letztendlich ist das heute ein Wettbewerbsvorteil von den Unternehmen, die langfristig dort investiert haben. Ja, wir sind heute schon CO2-neutral. Wir werden bis 2020 komplett auf eigenen Ökostrom umgestellt haben. Wir sind komplett unabhängig. Das ist aber ein Thema, das kriege ich nicht von heute auf morgen, weil wir als Unternehmen ja auch die Finanzmittel planen müssen. Und da lohnt sich das Warten letztendlich nicht. Also eines haben wir auch gelernt. Wenn wir warten, dass etwas geschieht, die Politik wird es nicht lösen. Das haben wir gesehen. Wir können noch nicht mal einen Flughafen bauen. Ja, also was wird passiert? Irgendwann kommen dann Gesetze. Und wenn ich mich dann davon abhängig mache, dass Gesetze kommen, dann bin ich verloren, weil die kommen meistens zur schlechtesten Zeit. Und da sitze ich lieber im Fahrersitz und steuere es. Also vielleicht zu dem Thema. Und das Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, die Frage ist, wie sehe ich, ist es für mich ein Kommunikationsmedium, wie von vielen Großen. Und als das Thema in der Krise nicht mehr on vogue war, wurde es halt auch nicht mehr im Employer Branding gespielt. Da waren dann andere Dinge wichtig. Und jetzt kommt man wieder aus der Versenkung, weil die Marketingabteilung sagt, ja, eigentlich könnten wir jetzt mal wieder was machen, weil es ist ja doch wichtig, weil in der Krise haben wir gelernt, Nachhaltigkeit ist wichtig. Also mich wundert diese Befragung nicht, muss ich ehrlich sagen, aber da sind wir auch sehr, sehr nah dran. Da hat der Peter Entschuldigung, Peter. Ja,
Ja, danke. Ja, ich wollte eigentlich mal zum Thema Innovation nochmal den Ball aufnehmen, nämlich die Frage, wie funktioniert eigentlich Innovation in der Krise? Bei uns war es sicherlich so, dass es Bremser und Beschleuniger war. Also wir waren sicherlich sehr strukturiert mit dem Thema Innovation. Bei uns geht es ja in erster Linie um Geschäftsmodell Innovation, weil wir ja keine eigenen Produkte haben als Händler. Sehr gut unterwegs mit digitalen Plattformen und entsprechenden digitalen Produkten, Serviceprodukten. Und mit der Krise kam natürlich das Thema, rechnet sich das überhaupt? Und da wurde natürlich vieles wirklich auf den Prüfstand gestellt. Können wir uns das eigentlich leisten noch zukünftig? Es wurde die Zukunftsfähigkeit sicherlich sehr gezielter hinterfragt als vor der Krise, wo man einfach das Geld dazu hatte, mal was auszuprobieren. Das war so die eine Sache. Auf der anderen Seite war es natürlich auch Beschleuniger. Wir mussten auf einmal hier in Deutschland knapp 3.000 Mitarbeiter ins Homeoffice bringen. Natürlich hatten wir vorher schon Homeoffice-Regelungen, aber auf einmal flächendeckend das bereitzustellen, die digitale Infrastruktur zu schaffen, die Kollaborationstools zu schaffen. Und wir wissen, ne, das Thema Videokonferenz ist ja nicht nur das Einzige, sondern man muss ja auch miteinander arbeiten, muss in Kontakt bleiben. Das war natürlich auf einmal eine Herausforderung und die wurde innerhalb von kürzester Zeit gelöst. Und ich bin mir sicher, wäre diese Krise nicht gekommen, dann würden wir uns heute noch nicht so richtig um das Thema kümmern, sondern würden Schritt für Schritt realisieren. Also auf der einen Seite war es ein super Beschleuniger, was das anging. Es war auch dieses Thema jetzt New Work. Das war auf einmal ein geflügeltes Wort bei uns, ne? Wir arbeiten eigentlich zukünftig zusammen. Hat uns vorher immer mal im HR ein bisschen beschäftigt. Plötzlich war das CEO-Thema. Also das hatte wirklich zwei Aspekte, wirklich das Thema des Bremsens und des Beschleunigens. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass vieles, dass wir gebremst haben im Sinne von, das müssen wir jetzt überlegen, können wir uns mittlerweile schon wieder leisten und sagen, Mensch, das machen wir doch weiter, das ist doch wichtig, das sichert unsere Zukunftsfähigkeit. Auch da sind wir sehr schnell wieder aus der Krise, aus dem Denken herausgekommen, sodass wir wieder das Thema, ja, wird der Kunde der Zukunft alles auf dem Mobile erledigen, also unser Baustellenleiter, das ist in der Bauindustrie dann so, das ist wieder in den Vordergrund gerückt und die Zukunftsfähigkeit unserer Produkte und die Innovation, die dazu notwendig ist, die treibt uns jetzt auch mehr als die Krise. Gut, habe ich noch einen Satz dazu sagen oder ist das Timing jetzt zu knapp, Kilian? Sag du noch einen Satz und dann, glaube ich, müssen wir schon fast in unsere Schlussrunde gehen, weil wir ja quasi schon auf der Timeline sind. Ja. Also ich glaube, das verbindet aber ganz schön, was meine drei Vorredner gesagt haben. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das, was in der Studie rauskam, Digitalisierung und ja, ich sag mal, das große Thema Dekarbonisierung, das sind die Treiber für den Superzyklus, der vor uns liegt. So, die Herausforderung, und da sage ich mal, gerade für mittelständisch geprägte und auch Familienunternehmen, die daraus entsteht, ist vielmehr, dass der Raum der Möglichkeiten, der sich daraus ergibt, der ist nahezu unendlich. Ja, und das ist in das Unternehmen reingerichtet, was Michael Duhr auch gesagt hat, die eigene Wertschöpfungskette nachhaltig zu machen, aber auch mit Blick auf das eigene Geschäftsmodell. Ja, allein wir in unserem Unternehmen glauben, dass wir unendliche Möglichkeiten haben, diese All-Electric Society herbeizuführen. So, jetzt ist die Herausforderung, wir müssen priorisieren. Wir müssen gegebenenfalls auch mal mit etwas aufhören. Und alle mir bekannten Familienunternehmen haben da keine besondere Stärke. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber dieses Verharrungsvermögen, ah, das ist doch irgendwie, gehört das zu uns und das ist doch wichtig und das dürfen wir nicht aufgeben. Das darf jetzt nicht zu einer Schwäche werden, weil wir müssen unsere Kräfte jetzt wirklich auf die richtigen Prioritäten setzen. Das macht ein Geschäftsmodell wirklich resilient. Dass man nicht sagt, wir versuchen alles und alles ein bisschen. Ja, die Chancen liegen überall. Also wir könnten uns von Cyber Security bis erneuerbare Energien könnten wir uns unendlich ausleben, aber wir haben die Möglichkeiten, die Mittel nicht. Und diese Priorisierung, das ist, glaube ich, aktuell die ganz große ja, strategische Herausforderung für Unternehmen unseres Types. Und Wandlungsfähigkeit. Und ich glaube, das macht ein erfolgreiches, agiles Unternehmen aus. Wie schnell kann ich auch mein Geschäftsmodell wandeln? Und du hast gesagt, ich meine, die meisten Familienunternehmen hängen an jedem Bereich wie an einem Kind, wo man sagt, welches gebe ich jetzt auf? Also ist schwierig, aber ich glaube, das ist die große Kunst. Wir haben irgendwann mal mit Kraut begonnen, waren dann einer der großen Gurkenhersteller. Jetzt machen wir mehr Senf und Feinkost. Wir haben uns immer wieder neu erfinden müssen. Und genauso geht es vielen anderen Unternehmen auch. Man muss halt dort, und das ist der Mut des Unternehmers, auch mal alte Zöpfe abschneiden. Und das ist ein Teil der Resilienz.
Genau, und das am besten nicht während der Krise, sondern schon zuvor. Ja. Dann überlebt man es auch. Gut. Ja, also ich gucke ein bisschen auf die Uhr, sehe, dass unsere Zeit eigentlich jetzt um ist. Ich denke, wir haben viele Themenfelder gestriffen und ich glaube auch, wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Zeit weitersprechen, denn manches, was wir uns vorgenommen hatten für die heutige Runde, haben wir noch gar nicht angesprochen. Dennoch, glaube ich, konnten wir in einige Punkte mal tiefer einsteigen. Und ein ganz herzliches Danke an euch alle fürs Mitdiskutieren und für die auch manchmal ja sehr geradlinigen Beiträge. Ich glaube, da war schon einfach auch eine gewisse wirklich Authentizität und Ehrlichkeit hier in der Runde spürbar. Menschen, die wirklich Unternehmen führen aus Leidenschaft, mit Leidenschaft und auch mit einer sehr langjährigen Erfahrung. Ich würde gerne eine kurze Schlussrunde noch gehen. Eda, wir haben ja so eine Schlussfrage noch eigentlich uns überlegt, wo jeder vielleicht noch mal ganz kurz quasi seine Einschätzung gibt. Willst du? Ja, wir hatten ja einige Abschlussfragen, also, aber dann nehme ich mal die, wo ich glaube, dass es die Zuhörer vielleicht auch nochmal interessieren wird. Was kommt jetzt nach Corona? Was steht bei Ihnen auf der Agenda ganz weit oben? Vielleicht einfach mal reihum. Melanie, magst du anfangen? Ja, gerne. Also es steht tatsächlich die Themen alle auf der Liste, die wir vorher auch schon von Horvath bei der Analyse gesehen haben. Bei uns ganz oben steht definitiv das Thema Supply Chain absichern, Supply Chain optimieren. Das ist eine Lehre, die wir natürlich auch gezogen haben aus Corona. Und der erste Punkt ist auch Teilproduktion wieder nach Europa zu holen. Also daran arbeiten wir jetzt mit Hochdruck. Und das Zweite ist natürlich, wenn ein Unternehmen wächst, wir haben es vorhin gehört, da muss man auch Prozesse anpassen. Das geht damit einher und auch da ist unser Fokus drauf, die beiden Themen. Super, danke. Machen wir weiter. Ich sehe jetzt den Gunther daneben. Ja, für uns stehen die beiden Megathemen Digitalisierung, Dekarbonisierung vor allem vor dem Hintergrund, neue innovative Produkte, Service, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, ganz klar im Vordergrund. Das haben wir auch während der Krise getan. Das ist natürlich ein Stück weit überlagert worden durch operatives Krisenmanagement, aber an der Zielrichtung hat sich da nichts geändert und das werden wir auch in die Zukunft führen. Wir sind da fest von überzeugt, dass diese beiden Vektoren zu enormen Innovationspotenzialen führen und Frank Stürnberg hat es gesagt, man hat im Moment eher die Qual der Wahl, dass man sich die richtigen Themen aussuchen muss und auf andere ganz bewusst verzichten muss, weil man wird nicht auf jeder Hochzeit tanzen können. Das ist so, das ist die große Kunst im Moment, aus der Fülle der Möglichkeiten das Richtige rauszupicken, sondern das ist the biggest bang for the buck. Da können wir unsere Mittel am besten einsetzen und zwar sowohl die Finanz- als auch die innovationstechnischen Ressourcen, die man hat. Man hat nun mal nur einen begrenzten Teil von Mitarbeitern, die wirklich an diesen Top-Innovationsthemen arbeiten können und die an der richtigen Stelle zu setzen. Das ist, glaube ich, im Moment die Managementkunst. Aber die strategische Ausrichtung, die ist nach der Krise dieselbe wie vor der Krise. Es geht um die beiden großen Themen und die wollen wir nutzen, um die Innovationsfähigkeit des Unternehmens weiter auszubauen. Danke. Machen wir weiter. Philipp, du hattest ja das Thema hybride, agile Organisationsformen im Vorab-Interview mal genannt. Sind das die Themen, die bei dir weit oben stehen? Also ich mach's kurz. Ich schließe mich auch den Vorrednern an. Fokussierung auf die Trendthemen und die richtigen Dinge richtig tun und weglassen, die anderen. Das zweite Thema bei uns, wie bei allen, ist das die ganzheitliche Digitalisierung, vorne vom Kunden bis zur E-Logistik. Drittes Thema bei uns ist die Internationalisierung. Also wir haben mehr als die Hälfte unseres Umsatzes ist im Ausland. Also ich kann auch nicht jeden Tag mehr den Gärtner ablaufen, viele Mitarbeiter. Und deine Frage ganz konkret, wir werden, das hat sich vor der Krise schon angedeutet, in eher hybride Formen kommen. Wir haben in Deutschland eher hierarchisch geprägt, oben Chef, unten Azubi. Es wird in Zukunft, werden wir neue Formen von Matrixen finden, wo wir Mitarbeiter brauchen, die selber Probleme lösen für uns. Und das, glaube ich, stellt uns alle, sind es große Herausforderungen. Wenn wir es aber besser machen als andere, gibt es große Chancen, dass Leute in Teams arbeiten, die dann irgendwie nicht mehr am Chef hängen und so weiter. Und das ist befeuert jetzt auch noch durch das Thema Corona, dass die Leute das dann für irgendwo machen und gar nicht im Meetingraum. Ich glaube, da müssen wir uns alle damit auseinandersetzen. Junge Leute wollen tolle Aufgaben haben in Deutschland auch sehr viele Möglichkeiten. Also ich will jetzt sagen, jeder hat ja irgendein Reihenhaus von irgendeiner Oma schon geerbt. Also das Thema
wie groß ist mein Leidensdruck? Und das sind eigentlich unsere vier Themen, die wir vor der Krise eigentlich schon angegangen sind. Danke. Michael, in Kürze. Ja, die langfristigen Strategien bleiben unberührt. Was beschäftigt uns? Auf der einen Seite, wir müssen das Wachstum entsprechend jetzt steuern. Wir haben den Ramp-up der Gastronomie, der immer noch gepaart ist mit dem starken Umsatzzuwachs im Retail, im Handel. Das müssen wir jetzt steuern, um auch da die Supply Chain fit zu halten. Das zweite große Thema ist mit Sicherheit das Thema mobiles Arbeiten. Denn die Frage ist ja immer, wie schaut das langfristig aus? Also es kam ja vorher auch rüber. Und die Frage ist, wie behalte ich durch mobiles Arbeiten, über das wir nicht drum herum kommen, trotzdem den Stallgeruch dabei? Es kam vorher sehr gut man kann ja leicht den Hintergrund austauschen. Und wenn man den Stallgeruch nicht mehr hat, dann ist man leicht austauschbar, auch als Unternehmen. Und das ist die Kunst und die große Aufgabe, wie mache ich dieses New Work? Und die Frage ist ja da, wer darf entscheiden? Ist es der Finanzer? Dann sagt er Homeoffice, weil er sich die Miete spart. Ist es der Unternehmensgründer? Sagt er, ich habe euch schon gerne um uns, weil die Kultur und die Menschen machen den Unterschied bei den Firmen. Denn du kannst dir Produktionen, du kannst dir Marken kaufen, aber du kannst ja keine Kultur kaufen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung jetzt, dass wir mit dieser neuen Welt entsprechend umgehen und langfristig die guten Mitarbeiter an uns binden. Stallgeruch finde ich eine super Metapher dafür. Peter, deine Themen? Ja, gerne. Bei uns ist sicherlich das Megathema wirklich die Herausforderung der Digitalisierung und zwar in alle Richtungen gedacht. Einerseits in Richtung unserer Portfolios, Zukunftsfähigkeit unserer Geschäftsmodelle. Das wird uns maximal beschäftigen. Gerade als Händler ist man sehr schnell substituiert dort durch die Plattformen und die Servicekonzepte, die es dort gibt. Also dazu müssen wir hellwach sein, daran arbeiten wir. Aber auch intern Digitalisierung im Sinne von, was bedeutet das für unsere Führung, was bedeutet das für unsere Werte, was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Das sind so die drei Herausforderungen, die wir uns da stellen müssen. Und das Thema Dekarbonisierung ist bei uns natürlich viel weiter zu denken, nämlich das Thema Corporate Social Responsibility. Wie gehen wir wirklich mit Regulierungen um, und zwar in allen Facetten, die wir heute haben? Was bedeutet das für uns? Was sind da für Strukturen zu schaffen? Wie sind wir dort auch im Management aufzustellen, um letztendlich dem Genüge zu tun? Das ist eine riesen Herausforderung, der wir uns darstellen müssen. Und das sind so die beiden Themen, Digitalisierung in allen Facetten und das Thema der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung. Danke. Frank, das letzte Wort in der Runde. Ja, es geht weiter in dieselbe Richtung. Also wir werden sicherlich einen ziemlich maximalen Perspektivwechsel versuchen gegenüber den letzten 18 Monaten, wo wir doch sehr stark eine Innenperspektive haben mussten, auch auf Prozesse und Stabilität, werden wir das nach außen richten. Wie gesagt, wir glauben an den Superzyklus, der vor uns liegt. Bildhaft gesprochen, es wird einige Jahre Brei regnen und unsere Aufgabe ist es jetzt, dass möglichst viele von uns möglichst große Löffel in der Hand halten, dass wir davon wirklich profitieren können. Wir tun das mit Blick auf die All Electric Society. Wir tun das aber auch mit Blick auf eine Facette, die klang jetzt noch nicht so an, die ist aber, glaube ich, bestimmend. Am Ende des vor uns liegenden Jahrzehnts wird China mit all den Schwierigkeiten, die da drumherum sind, nicht nur in der Größe, sondern auch in der Technologie, eine bestimmende, marktbestimmende Größe sein. Und da den richtigen Weg zu finden, das wird auch eine große Herausforderung für uns alle sein. Und da haben wir aber auch eine Top-Priorität drauf. Vielen herzlichen Dank in die gesamte Runde. Vielen herzlichen Dank an unsere Zuschauer, die immer noch bis zum Schluss recht rege dabei geblieben sind, habe ich hier gerade in unserem Dashboard gesehen. Also trotz des Überziehens, was sich nicht vermeiden ließ in der Runde, waren die Themen, glaube ich, trotzdem so spannend, dass eben uns viele jetzt noch weiter gefolgt sind. Ich glaube, wir haben wirklich viele Aspekte angesprochen. Für mich am allerentscheidendsten eben die Authentizität in der Führung, die Ehrlichkeit, die oder derjenige, der einem Unternehmen vorsteht, hat eine besondere Rolle, die es einzunehmen gilt, der man sich auch bewusst sein muss und die am Ende darüber entscheidet, wie die Melanie so schön gesagt hat, ob der Fisch von oben stinkt oder eben gut riecht. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, die sich jeder, der uns heute zuhört, auch mitnehmen kann, der Verantwortung im Unternehmen hat, ob in der Topführung oder in den Teilführungen.
Das ist das, was wir brauchen in den Unternehmen. Das ist hier unisono gesagt worden. Ich kann das aus meiner Sicht eigentlich nur unterstützen und unterstreichen. Ich finde das auch eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis und hoffe, das deutsche Unternehmertum, was wir in den Jahren aufgebaut haben, ohne das jetzt national, glaube ich, schon eine Stärke. Und die können wir, glaube ich, hier auch nochmal unterstreichen. Und die sollten wir uns erhalten. Also ein herzliches Danke in die gesamte Runde. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr dann tatsächlich zum Industry Forward Summit, auch in live. Einige der hier Anwesenden, fast die meisten, mit den restlichen muss ich nochmal sprechen, möchte ich gerne als Vortragende und Speaker dort haben. Einige sind ja auch schon eingeschrieben gewesen für den diesjährigen. Die anderen müssen wir noch dazu nehmen. Aber wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder live. Und bis dahin ein nochmal ganz herzliches Danke. Bleiben Sie alle gesund und bleibt ihr alle gesund. Und auch Dank an dich, Eda, für die tolle Vorbereitung, für die tolle, auch intensive jetzt Mitmoderation und Aufbereitung des Themas. Bis bald, auf bald, auf Wiedersehen und ein herzliches nochmal Danke an alle Teilnehmer. Okay. Danke.